bei uns. Stellt's euch vor, der letzte Mann am Mond, habe ich gelesen, ist gestorben. Mhm. Ja. Die haben den 45 Jahre da alleine oben gelassen. Schrecklich. Und willkommen beim Biertaucher Podcast 288. Heute mit ganz, ganz vielen Leuten, nämlich mit einem neuen Gast, dem Roman, Servus, hallo. Gregor, Stefan, Harry, Horst und Dennis. Wir schreiben den 17.01.2017, befinden uns in der Zypresse, Westbahnstraße 35A 1070 Wien, warten auf das Brustgeräusch, weil wir noch nichts zum Trinken haben. Und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, der Online-Marketing-Agentur aus Österreich vom Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle auch an unsere Flatterer, an unsere Patreonen, an unsere Feedbackler, ans Klebemonster. Immer großen Dank ans Klebemonster, yeah. Und an alle, die uns auch nur so hören. Genau. Richtig. Ja, wir haben Feedback. Ja, machen wir das Feedback. Machen wir das Feedback. Wir freuen uns so, dass wir Feedback haben. Ja, vor dem Thema. Du hast mir heute geschickt Feedback. Ja. Und zwar mal ein altes Feedback vom Bernd von der 286er, glaube ich noch. Ja, das werde ich vielleicht als erstes auch gleich vorlesen. In der Folge 286 habt ihr erwähnt, dass Apple nun in iTunes die Let's Encrypt-Zertifikate akzeptiert. Das freut mich sehr. Da ich gerade dabei bin, überall womöglich auf HTTPS umzustellen. Ich habe erst vor kurzem meine RSS- und Podcast-Feeds auf HTTPS-Support überprüft. Bei den RSS-Feeds gibt es schon viele, die HTTPS verwenden, aber einige überraschenderweise auch nicht. Überrascht hat mich hier zum Beispiel brolinux.de, quintessenz.at, das hat mich auch erstaunt, miam.at bei ihrem Blog. Bei Podcast-Feeds gibt es auch schon einige mit HTTPS-Feed, einer Weiterleitung auf den HTTPS-Feed. Gibt es schon einige mit Podcast-Feeds, gibt es einige mit HTTPS-Feed. Es könnten aber hier auch durchaus mehr sein. Obwohl gerade hier habe ich das Problem, dass in meinem Android-Podcast-Client AntennaPod die Feed-Url nicht ändern kann. Daher ist es mir auch nicht möglich, hier auf HTTPS umzustellen, wenn der Feed nicht von selber auf HTTPS umgeleitet wird. Ah, das ist natürlich ein Detailproblem. Glaube ich irgendwie nicht ganz. Ein Antennapod. Benutzt doch einen Antennapod. Ja, seitdem. Okay. Natürlich ist mir, da habe ich auch hier mal einen Issue in GitLab angelegt, das dieses Problem adressiert. Die URL, die werden wir verlinken. Natürlich ist mir auch aufgefallen, dass die Biertaucher im Wiki-Blog und für die Podcasts nicht auf HTTPS setzen. Böse. Das wäre super, wenn auch hier umgestellt werden würde. Ja, großer Grinsemann. Ja, ich weiß, also überhaupt die Webseite ist ja ein Thema, was ja nicht zum ersten Mal an uns herangeschwemmt wird. Aber man muss das so sehen, so weiß ich nicht, wie eine langsame Filmeinstellung. Es taucht so am Horizont auf, ist noch ganz klein, aber vielleicht machen wir das ja wirklich. Vielleicht, wenn mehr Leute bei den Shownotes helfen, bin ich mehr motiviert, dass ich da mal eine Fallbase stelle. Den Shownotes-Terror. Moment, ich muss weg. Genau, richtig, das war's. Schön war's. So, und Zweitfeedback. Ein Zweitfeedback, ein kulinarisches Feedback, eigentlich, ja? Entgegen den Leuten, die nicht über Leberkäse hören wollen, aber es hat diesmal auch nicht mit Leberkäse zu tun. Nämlich das Klebemonster hat uns ein Feedback geschickt, ein sehr nettes. Ein frohes neues Jahr in die Runde für alle Biertaucherinnen und Taucher. Und ein Rezept für zu viel Pastinaken in der Gemüsekiste, wenn wir das letzte Mal über das Biokiste geredet haben. Das ist nämlich ein Rezept für Brokkoli mit Pastinakenchips. Und da braucht man für zwei Personen eine Brokkoli, eine Pastinake, zwei rote Zwiebeln, einen Stück frischer Ingwer, einen Esslöffel Sojasauce, etwas Olivenöl, ein Spritzer frische Zitrone, eine Prise Salz. Und dann soll ich den gesamten Prozess vorlesen? Aber ja. Okay. Das wäre zum Koch-Podcast dann auch nicht schlecht. Den Brokkoli in breite Scheiben schneiden, die Pastinaken schälen und mit dem Gemüsehobel in gleichmäßige Scheiben schneiden. Ingwer schälen und in feine Würfel schneiden, Zwiebel schälen und in dünne Scheiben schneiden. Da die Pastinakenscheiben ein paar Minuten länger braucht, zuerst die Pastinakenscheiben in einen Stieltopf oder in einer kleinen Pfanne mit ein wenig Olivenöl langsam anrühren.
rösten, bis sie knusprig sind. Nicht schwarz werden lassen. Die Pastinakenscheiben auf einem Küchenpapier auslegen, abtropfen lassen und mit einer Prise Salz bestreuen. Die Zwiebeln in einer Pfanne mit ein wenig Olivenöl leicht anrösten. Brokkoli dazugeben und leicht anbraten. Er sollte fest bleiben. Mit der Sojasauce dann abwischen. Kurz vor dem Servieren den Ingwer dazugeben und nach Bedarf mit ein wenig Salz abschmecken, Brokkoli anrichten, ein Spritzer Zitrone darüber geben, die knusprigen Pastinakenstücke darauf geben. Diese österreichische Unart, auf alles Zitrone drauf zu geben, speziell wenn etwas knusprig ist, Schnitzel vor allem, ich prangere das an. Und damit wer hat sich das ausgedacht, dass Zitrone überall dazugehört? Ja, wir haben damit angefangen. Aber abgesehen davon, dass es nicht ökologisch ist. Danke fürs Feedback, Mahlzeit und Prost. Ja, willkommen endlich zum Prost. Prost. Oh, jetzt hat jemand Weißweinspritzer im Eiran. Super. Ich habe mich gerade ein bisschen gefühlt. Ja. Ja, aber wenn du mir das Rezept weiterleiten könntest, dann muss ich es nicht transkribieren. Steht auf, ist schon in unserem Diskus-Plugin auf der Shownotes-Seite von 200. Ich habe es auch noch in unserer peinlicherweise das Einzige, was von der Shownotes-Seite derzeit da ist. Die Diskussion, kein Inhalt. Und damit kommen wir zum Teaser. Worüber wollt ihr heute reden? Ich fange ausnahmsweise an, ich war Silent Waltz Dancing. Also ich habe leise einen Walzer getanzt und kann darüber reden. Okay. Ja, ich habe vom letzten Mal noch über Monitoring mit Prometheus zu reden. Roman. Ich rede über alles, was ihr von mir wissen wollt. Wir wollen alles von dir wissen. Alles. Ein Album alles. Herausgegeben, ich mache einen Podcast mit einem Freund von mir gemeinsam. Cool. Ah, du machst einen Podcast. Ich mache einen Podcast, ja. Einen Happy Day Podcast. Da erzähle ich euch gerne noch was drüber. Und du bist hauptberuflich Musiker oder nebenberuflich? Ich bin hauptberuflich Musiker und es kann noch besser rennen, als es derzeit rennt. Aber im Moment arbeiten der Philipp Jordan, das ist der Podcast-Kollege von mir, und ich daran, ob wir nicht vielleicht hauptberuflich Podcaster werden können. Boah, das ist ein Thema. Ansage. Gott sei Dank bin ich zu meinen Themen das letzte Mal nicht gekommen, weil ich habe sie falsch gesagt. Ich habe noch immer Mass Effect, aber nicht den 1er und den 2er Teil, sondern den 2er und den 3er Teil nämlich von dieser Reihe gespielt. Außerdem habe ich noch immer die Shadowrun-Teile gespielt, Shadowrun Returns und Shadowrun Returns Dragonfall. Und nur weil es mir aufgefallen ist, das kann man ja dazwischen streuen, der C64er ist 35 Jahre alt geworden. Hoho. Ich habe Empfehlungen, Talks vom 33C3 nachzuschauen. Sehr gut. Ja. Die Guckliste. Und ich habe wieder was mit Filmen, unter anderem habe ich das dringende Bedürfnis, nach Alaska auszuwandern und Gold zu schürfen. Aber ja, nach einem Film. Ah, okay. Ich habe vergessen, ich war auch im Kino, ich habe Passengers angeschaut. Okay. Oh, da. In der Zeit gehe ich dann raus, weil meine Freundin hat mir verboten, in irgendeiner Weise etwas erzählt bekommen. Ich war schon mal Goldschürfen. Na schau. Welchen Post kriegst du? Ich freue mich. Teaser Ende. Wir haben Termine zum Ankündigen. Ja. 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 Das Podcasting Meetup hat wieder einen Termin veröffentlicht. Schön. Und ich habe sogar Zeit. Nämlich am 24.02. von 18 Uhr bis 21 Uhr treffen wir uns im Sektor 5. Kann ich sehr empfehlen. Habe ich wahrscheinlich keine Zeit. Okay. Super, ich glaube auch Zeit. Ja. Ich habe schon die Einladung bekommen. Und eigentlich können wir es allen empfehlen. Also wurscht, ob sie Podcast machen wollen oder nicht. Also allen podcast-affinen Leuten ist sehr nett. Die interessiert hinkommen, super. Wann nochmal, hast du gesagt? Am 24.02. um 18 Uhr im Sektor 5. Bitte auf Meetup anmelden. Ich habe 3 Termine zum Ankündigen, die alle in den Shownotes genannt werden, weil ich sie nicht im Kopf habe. Das eine ist die Maker Faire, wo ich einen Tisch haben werde, als Firma spielen, programmieren. Kann ich habe die Themenliste offen. Hast du das nicht? Nein, nicht einmal dort. Okay. Ich bin zu unorganisiert. Das zweite ist der Wiener Töchtertag, wo, wenn man in Wien oder im Raum Wien eine Tochter hat, kann man die in die Firma spielen, programmieren und zu einer Firmenbesichtigung schicken. Datum bitte auf den Shownotes nachlesen. Und das dritte ist die Code Week EU, Code Week Woche, also eine Woche, wo das Coding
oder Programmieren lernen propagiert wird, steht jetzt fest. Genauer Termin bitte auch in den Shownotes nachlesen. Mhm. Sonst noch jemand Termine? Nächster Bruttoinlands, Filmlandsproduktaufnahmetermin? Nächste Woche. Das ist schwierig. Diesmal weiß ich sogar einen konkreten Termin, weil wir einen Gast haben. Aber okay. Ist nicht public, oder? Nicht public. Nein. Ah, also man darf eh nicht hinkommen. Nein, man darf sich's nachher anhören. Okay. Immer Mittwoch kommt die neue Folge raus. Also. In eine öffentliche Probe oder Konzert, das du gerne ansagen möchtest? Nein, nur geschlossene Veranstaltungen im Studio. Tja, wir könnten eine Kategorie einfahren, Termine, die ihr nicht, wo nur wir hingehen und ihr drauf bleibt draußen. Gelebte Elite. Gelebte Elite. Aber wenn draus wird, dann werden auch Konzerte nachfolgen. Ja, spätestens dann kann ich euch cool. Termine sagen. Super. Termine Ende, fangen wir an mit dem Podcast. Yes. Okay, darf ich den Roman vorziehen, weil er noch nie da war? Ja, obviously. Okay. Wenn er damit einverstanden ist, dass er von dir jetzt gezogen wird, der wird jetzt voll gezogen. Ich bin bereit. Ja. Taffe Interview kommen. Okay, ich versuche es den Roman vorzustellen. Also er ist ein kleiner Bruder von einem, junge Bruder von einem Freund von mir. Und ich war auf dessen Party, habe da so Musik gehört und habe mir gedacht, boah, also coole Musik und so, obwohl ich absolut nichts von Musik verstehe. Und habe ihm dann prompt eine CD abgekauft, weil mich so begeistert war, dass er diese Musik selber gemacht hat. Und habe sie mir inzwischen auch komplett angehört, nüchtern, und muss sagen, das ist sehr schräge Musik. Und ich nehme an, der Grund, dass das noch nicht der Urhit ist auf diversen Radiosendern, ist, dass die Gesellschaft noch nicht weit genug ist, um diese Kunst Mainstream zu finden. Also das ist, glaube ich, noch ein bisschen zu avantgarde. Aber ich habe es lustig gefunden. Ja. Und was mir sehr imponiert hat, war, dass das sehr viele verschiedene Stücke waren. Also ein Walzer, ein Wiener Lied habe ich erkannt, also sehr, sehr viele Richtungen. Es ist ein wilder Stilmix, wenn ich da gleich einmal einhaken darf. Ein bisschen. Darf man dazu sagen nochmal, du bist der Roman Richter. Ich bin der Roman Richter. Deine CD heißt? Antikrastination. Und daraus lässt sich schon ein bisschen der Stilmix rückschließen, weil Prokrastination, das ist so, wie soll man sagen, kennt ihr das? Prokrastination? Mhm. Psychologische Irritation. Ohrzahn. Aufschieberitis, unter der leide ich oft sehr. Lauter staunt ich. Kennt ihr nicht, oder? Nein. Und ich habe dieses lateinische Wort Antikrastination mit einer griechischen Vorsilbe ins Gegenteil verkehrt. Daraus lässt sich schon ein bisschen der Stilmix ableiten, der sich dann auf dieser CD befindet. Und es ist, also wenn es irgendwo ein Lexikon gibt, in dem steht, wie man ein Album eigentlich nicht machen sollte. Hast du alles erfüllt. Dann findet sich da vielleicht mein Album drinnen. Es sind nämlich insgesamt 29 Tracks drauf. Davon sind viele auch 20 bis 50 Sekünder. Und so die echten Hammernummern, wie zum Beispiel das Vogellied bei Nummer 5 oder, wo sind die anderen? Sascha zum Beispiel oder Muschelfleisch oder Es zieht ein Sturm. Es sind einige, sagen wir mal, 8 bis 10 Nummern dabei, die wirklich auskomponiert sind und typische Albumlänge von 4,5 bis sogar 6,5 Minuten haben. Und der Grund, warum so viele drauf sind, ist, weil es mein erstes Album ist nach 10 Jahren Musikproduktion und da wollte ich einen repräsentativen Querschnitt drauf. Show deines Könnens sozusagen oder deiner Fähigkeiten. Sozusagen, okay. Ja. Und es sind halt, wie du es angesprochen hast, ganz unterschiedliche Stilrichtungen. Es ist von Britpop über Elektronik und klassisch instrumentiert. Ich bin ja eigentlich, komme ich aus der Klassik, ich bin Cellist und habe das auch studiert und deswegen sind auch immer wieder klassisch instrumentierte Stücke dabei, sei es jetzt selber auch mit Cello eingespielt oder mit Orchester-Libraries, die ich auf dem Computer habe, oder vor allem die eine Orchester-Library VSL, ein österreichisches Produkt, Vienna Symphonic Library, mit der man ein Orchester möglichst gut imitieren kann. Also du hast auf Tastendruck sozusagen einen Orchester-Sound. Ja, es sind leider viele Tastendrücke nötig, um einen Orchester-Sound zu bekommen, weil es eine sehr komplexe Matrix ist, die all diese Sound-Samples in sich zusammenführt. Und das ist eigentlich eine gute Sache, nur bringt die auch mit sich, dass man sehr viele Möglichkeiten hat und dementsprechend auch sehr, sehr viel dran herumschrauben kann, bis es wirklich authentisch klingt. Zum Marketingtechnischen, wenn jetzt ein Hörer sich was Probe anhören will, wo findet er deine Sounds im Netz? Also hat er nur die Chance, dass er direkt die CD kauft? Dann gibt es auf so einer Soundcloud oder irgendwo. Ich bin auf Soundcloud.
auf Soundcloud bin ich unterwegs. Da ist mein Nick ist da. Der Raw, glaube ich. T-A-R-A-W. Aber ich bin noch auf YouTube und lass mich mal kurz überlegen, an einer Homepage mit den aktuellen YouTube-Videos dazu bastel ich noch. Aber wenn man nach Roman Judge auf YouTube sucht zum Beispiel, dann kommt man auf ein Video, wo ich ein paar Nummern diesem Album vorstelle. Ich schreibe da E-Mail und du schickst mir die Links dann. Genau, und ich werde auch ein bisschen Druck machen, dass der sehr... Also kann man einige von deinen Liedern auch gratis im Netz hören sozusagen, oder zumindest an... Man kann es auch zumindest anschauen, und es gibt ein YouTube-Video, wo ich ein paar Nummern draus angeteasert habe, um dieses ganze Versand und Kaufprozedere der CD auch ein bisschen beschreibe. Und was ist der offizielle Weg, die CD zu erstehen? Über PayPal. Der offizielle Weg ist, mir über PayPal 20 Euro zu überweisen. Wenn man aus Österreich, Deutschland oder Schweiz ist, dann sind da die Versandkosten bereits beinhaltet. Und dann mir noch ein Mail schicken an roman.richter@gmail.com und dann schicke ich. Du schickst dann wirklich eine physikalische CD? Ich schicke dann es gibt noch nichts Gestreamtes und soll es auch davon nicht geben. Mhm. Das ist lustigerweise, ich komme ein bisschen aus einer anderen Zeit und bin dann noch nicht so, ich bin noch nicht digital genug anscheinend, weil die ersten beiden Leute, denen ich gesagt habe, hey, mein Album ist raus, und haben gesagt, hey, cool, wo kann ich streamen oder wo kann ich wieder MP3s herunterladen? Und der Erste, der mich das fragt, hat immer gesagt, gar nicht, du kannst dir eine CD kaufen. Und ich gesagt, ich kann die nirgendwo abspielen. Und dann hat er gesagt, oh ja, im Auto geht's noch. Und die CD ist instrumental oder das sind Texte schon gesungen? Sowohl als auch. Okay. Übrigens, für jemanden, der es unbedingt haben wollte, wäre ein in Amerika, wo ist er? Weiß ich nicht, der hat mich angeschrieben, dem habe ich sogar auch als hochauflösende MP3s auf einen Server hochgestellt und auch geschickt. Also es gibt auch dafür Mittel und Wege. Aber es ist durchaus auch gesungene Nummern von mir drauf, zum Beispiel das Vogellied, das ist fast so eine Art Wiener Lied mit Orchesterbegleitung, könnte man sagen. Das ist ein Lied, das ich bei einem Freund von mir gemacht habe, den Vogel, der heißt tatsächlich mit dem Nachnamen so. Und der ist so ein bisschen ein zerrissener Charakter, weil er einerseits nach dem großen Glück die Erfüllung seiner Träume sehnt und andererseits in dem System des massigst Geldverdienens festhängt und das eine das andere bei ihm ein bisschen ausschließt. Und er ist ein bisschen so ein ewig zerrissener Charakter. Und da habe ich das zu seinem Geburtstag eben das Lied gemacht. Ah, okay. Und das singst auch du, oder? Und das sing auch ich, ja, genau. Also es gibt nur insgesamt, glaube ich, 4 Tracks drauf, die noch in Co-Produktion mit anderen entstanden sind. Mhm. Das eine ist das Lied Chang zum Beispiel. Die großartige Daniela Suko spielt hier Hang. Das ist so ein perkussives Schweizer Instrument, ein tonales perkussives Instrument, so eine runde Blechschüssel, auf der man herumtrommeln kann. Ach ja, tatsächlich. Ich kennt man doch vorher. Kennt man auch durchaus. Und da habe ich Cello, da haben wir gemeinsam ein Duo gemacht, sozusagen Sie Hang, ich Cello. Mhm. Zwei Instrumente, die hervorragend klanglich harmonieren, wie ich finde. Dann gibt es hier eine Nummer Muschelfleisch. Da muss es sich wohl um etwas Kulinarisches handeln, bin gerade nicht so ganz sicher. die gibt es als Remix davon auch nochmal drauf. Da hat ein Freund von mir, der Gabriel Lilien Zurenkopf, der hat die Lyrics geschrieben dafür. Mhm. Und eine dritte Nummer war ein Freund von mir im Studio gesessen und wir haben herumgeblödelt und ich habe ihn aufgenommen dabei und daraus dann nachher so eine Nummer gemacht. Und dadurch, dass es Musik aus insgesamt 10 Jahren Zeit ist und ich vor 10 Jahren angefangen habe mit Musik machen, gibt es nicht nur einen wilden Stilmix, sondern auch einen wilden Qualitätsmix. Vor 10 Jahren habe ich noch nicht so richtig viel Ahnung von Musikproduktion gehabt, jetzt schon viel mehr. Ich habe jetzt im Mastering-Prozess versucht, das alles halbwegs aneinander anzugleichen, was mir, glaube ich, auch ganz gut gelungen ist. Aber man hört schon, manche Nummern sind dabei, die klingen noch so ein bisschen wild tontechnisch und andere, die schon ein bisschen fein säuberlicher ausproduziert sind. Mhm. Zu Muscheln passen Zitronen, wollte ich kurz einfach. Bodenhaftung. Aber nicht zu Panier. Ja, eine Textstelle daraus lautet übrigens: komm, gib mir doch dein weißes Muschelfleisch, ich koch's auch nicht, ich mach's nur heiß. Mhm.
Ja, ja, das ist schon gut angeteasert. Ja. Und du kommst, also... Könnt von... Machst du mehr dann... Also du hast ja gesagt, du hast... Sorry. Du hast Cello, du kommst aus der klassischen Richtung, ja, eigentlich. Und bei diesem Album, das ist jetzt gemischt, aber klassisch, aber arbeitest du mehr mit klassischen Instrumenten oder mehr mit elektronischer Soundproduktion? Das wollte ich eigentlich dann... Es ist meistens eine Mischung aus beidem. Es ist, es gibt ein Stück hier drauf zum Beispiel, das ist, es zieht ein Sturm wohl übers Land, heißt das. Das ist letztendlich auch Teil eines Films gewesen, den ich vertont habe, und zwar als zu den Endcredits, die drüber gelaufen sind. Ein Kurzfilm. Und das ist rein klassisch instrumentiert. Ja, ja, Moment. Welcher Film? Der Film heißt Exodus. Ist von... Okay. Werden wir finden. Wird schwierig werden, den zu finden. Gibt es nämlich nur auf ZDF. ich kann das nicht von dem VHS. Beta Max. Kennst die V-Bändchen. Das ist das Erstlingswerk eines jungen, aufstrebenden Regisseurs gewesen. Das ist rein klassisch instrumentiert. Und dann ist zum Beispiel die Nummer Trip Trip, das ist eine Trip-Hop-Nummer. Die ist ziemlich elektronisch wieder. Also es ist ganz, ganz, ganz bunt durchgemischt. Mhm. Schön. Und der Vogel, hast du gemeint, ist so Wiener Lied angeklungen. Der Vogel ist so ein bisschen Wiener Lied, von der Singweise und vom Dialekt her, allerdings mit reiner Orchesterbegleitung. Und das Orchester ist kein echtes Orchester eben, sondern aus der Orchester von meinem Computer. Ja. Mhm. Ja, super, das ist das Wiener Lied, das finde ich, hat ja so ein bisschen Renaissance erfahren, durch das Skerro, durch die Skerro-Nummern, kennt ihr Skerro? Ja, ich überlege nur gerade, welche mich dann Wiener, das Frei, die kenne ich. Ja, genau, richtig. Ich meine, das sind halt, ist schon alles schon moderner produziert und auch mit dem Gesang, das kommt ja eher irgendwie so aus dieser Skerro-Hip-Hop, singen so leicht schräg, Ecke oder so. Ich mag den Kerl. Ich auch, ja. Ich finde ihn einfach sympathisch. Ich habe ihn einmal gesehen am Popfest, da war er der erste Auftritt einfach, der ist ja immer relativ schwer hat. Und er hat sich so ins Zeug gelegt, das war echt Skerro mag ich. Und überhaupt generell, also wenn man so Wiener Musik, also ich habe da so zwei Lieblinge, die ich immer wieder höre, das eine schon seit ganz langem, das Wiener Heimoglo-Orchester, die machen nur so mit Casio-Orgel-Musik, auch mit, also auch sage ich jetzt, aber mit lustigen Texten machen die es. Und dann habe ich eine andere Gruppe auch gesehen, die fand ich ganz sympathisch, auch wenn es nicht hundertprozentig meine Stilrichtung ist. Wiener Blond nennen sich die, das ist so ein Duo. Und ich finde die einfach auch irgendwie nett, nicht so, dass ich es mir jetzt jeden Tag anhören würde oder so. Und wenn man ein bisschen auf so lokale Musik steht oder so, kann ich empfehlen, einmal auf den City Night Walk zu gehen. Und da wollte ich schon lange hin. Und dort kann man die alle sehen. Und Gürtel ist nett. Das, genau, richtig. Ja. Das ist die ganzen Gürtellokale machen irgendwie so gemeinsam ein Fest. Und in den Lokalen, und beziehungsweise um das Wetter dafür steht auch drauf, also draußen waren es die letzten Jahre auch, sind dann auch so kleine Konzerte. Aber auch teilweise auch ohne Bühne, einfach ebenerdig. Also ich kann mich erinnern, Wiener Blond habe ich auf der Hauptbibliothek da oben gesehen. Das war einfach total nett. Ja, super, freue ich mich über die Musik, werde ich anhören. Ja, fein. Ich nicht vergessen. Diese Vienna Sound Library, ich war da vor zwei Tagen das erste Mal zufällig auf der Seite, weil ich gelesen habe, dass es gibt ja in Österreich kaum mehr, Entschuldigung, dass ich jetzt wieder in den Film abdrifte, aber es gibt ja kaum Filmstudios, aber es gibt ein großes Musikfilmstudio, wo sie aber immer, hallo. Und da ist ja diese Sound Library angeschlossen, also diese, und dieses ganz beeindruckende Studio, wo sie ganz viele auch internationale Soundtracks aufnehmen. Und dann war ich auf dieser Seite dieser Sound Library, weil ich mir gedacht habe, vielleicht kann man da als Normalmensch auch irgendwie was für einen Podcast, Musik, und es gibt jetzt schon noch klassische Stücke, aber ich habe da nicht ganz begriffen, wie es funktioniert. Und jetzt habe ich mir gedacht, wer erklärt mir das? Und gut, dass du da bist. Was möchtest du wissen? Ich will wissen, kann ich als Normalbürger mir zum Beispiel, ich habe mir diese klassischen Stücke, und ich habe bei meinem allerersten Podcast, habe ich zum Beispiel die Entertainer als Thema gehabt, als Musik. Und das ich ist Scott Joplin. Ja, genau. Okay. Und ich habe jetzt auch überlegt, ich würde auch gerne dafür bezahlen. Und es gibt ja auch so Seiten wie heißen die, wo man so Versionen kaufen kann mit einer royalty-free Lizenz, man zahlt einmal $40 oder $20 und dann kann man das Lied aber kommerziell und alles verwenden, und das sind halt von irgendwelchen durchschnittlichen Orchestern eingespielt. Ich habe auch einmal für ein
Kurzfilm, wo ich mitgearbeitet habe, einen Walkürenritt gesucht und dort dann geschwind gefunden um $30 und alles erlaubt damit. Praktisch. Also, und ich habe mir halt gedacht, vielleicht ist das, würde ich natürlich buy local, ja, anstatt das Geld woanders hinzuschieben, würde ich dort kaufen und habe halt geschaut, so die Sachen, die ich halt gern mag, so die In the Hall of the Mountain King und Wassermusik und so, ob es das gibt und einfach mal angehört, welche Qualität das hat. Aber gedacht, hey. Die produzieren ja nicht wirklich, ne? Vienna Symphonic Library, die produzieren nicht wirklich die Musik, sondern die stellen die Sound Library einerseits zur Verfügung, mit denen dann Komponisten Musik komponieren können, die Samples verwenden können, um Orchester zum Leben zu erwecken auf ihrem Computer einerseits und andererseits, und das ist ein davon vollkommen unabhängiges Projekt, haben sie eben dieses, ich weiß jetzt nicht, wie heißt das, Vader Stage, irgendwas, Film? Ja, irgend sowas. Synchro Stage oder so. Ja, genau, das, ja? Synchro Stage, ja. Haben sie das Projekt, wo sie auf den Rosenhügel Studios, dieses denkmalgeschützte Gebäude, in dem ein wunderbar klingender Konzertsaal drin ist, wo sie zu einem hochmodernen und sehr, sehr gut klingenden Filmmusikaufnahmeraum umfunktioniert haben und der jetzt auch aus Hollywood schon recht fleißig gemacht wird. Also, aber selber Musik produzieren mit dieser Vienna Symphonic Library tun die nicht. Okay, aber jetzt habe ich mir gedacht, okay, diese Seite, diese Bibliothek ist da, ja. Und kann ich da, ich habe mir gedacht, ich hätte gerne dieses, dass das vielleicht auch eine Rückschleife gibt, dass Künstler etwas hochstellen und wiederum verkaufen oder so. Ich habe gedacht, wenn es da diese ganzen klassischen Stücke schon gibt, die hat ja offenbar schon jemand produziert. Also ist das nur Proof of Concept? Nein, du verwechselst etwas. Mit Bibliothek ist nicht gemeint, dass da Musikstücke sind, sondern nur einzelne Töne. Das habe ich schon verstanden, aber das ein Musikstück ist eine Reihe von Tönen, also kann man das auch dort zur Verfügung stellen. Insofern. Könnte man, also das also einzige Form, in der es dort zur Verfügung gestellt wird, ist in Form von Demos, die durchaus auch von Musik, von Komponisten zur Verfügung gestellt werden, die nicht bei VSL arbeiten. Ich nehme mal an, dass sie dafür bezahlt werden, dass sie gute Demos damit machen. Und diese Demos, mit denen man dann zum Beispiel ein reines Klavierstück, damit man die Soundqualität vom Bösendorfer Imperial Flügel oder von einer Gruppe von Hörnern besonders gut wahrnehmen kann, komponieren die irgendwelche Stücke mit einzelnen Sound-Samples von denen als Demo für die Leute, die diese Sound-Library kaufen wollen und benutzen Das dient nur dazu, dass man die zeigt, wie toll die Sound-Library ist. Genau. Ja, es war so eine Playlist und es gab auch keine... Du brauchst eigentlich eine Musikbibliothek, die fertige Musik. Ja, ich habe mal gedacht, wenn ich den Valkyrenritt dort auch kaufen kann, dann würde ich ihn natürlich lieber dort kaufen, als bei diesen anderen Plattformen, die es da gibt, die ich mir jetzt nicht einfallen. Also im Prinzip könntest du das, also die VSL bietet das nicht an. Das, was du bräuchtest, ist im Prinzip eine MIDI-Datei, also da sind die Noten gesetzt, und die VSL, und dann jagst du halt durch den MIDI-Synthesizer die MIDI-Datei und anschließend bekommst du ein fertiges Musikstück. Aber klingt das nicht so einfach, oder? Wenn du das nur so machst, dann... dann klingt es nicht gut nachher. Ja, natürlich. Ja, muss schon wer mit Gehör und Verständnis und so weiter. Genau. Aber das will ich ja nicht. Ich will ein Lied, das gute Qualität hat und das ich frei und kommerziell und Podcast verwenden darf und weitergeben darf über meinen Podcast. Und so wie diesen Entertainer... Schreibst du einfach eine E-Mail, diesen genau, also ich bin auf der Suche gewesen und ich habe jetzt auch was gefunden bei CC Mixter ist die Musik, die ich jetzt für ein Bruttofilmungsprodukt verwende. Und habe halt ein bisschen was zusammengeschnitten und einfach, ich habe keine großen Ansprüche. Und der Entertainer war halt auch gut, weil du da so einen Takt, ich weiß jetzt nicht, so eine Pause drin hast, wo man gut aussteigen kann. Und dann hat man irgendwie so 10, 15 Sekunden. Das war super. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich würde auch in die klassische Richtung gehen, weil es auch irgendwie zum. Aber was willst du jetzt genau haben? Möchtest du eigentlich. Nein, ich wollte nur wissen, ob ich dort auch. Den Valkyrenritt zum Beispiel in einer orchestralen Version kaufen kann für den nächsten Kurzfilm oder für den nächsten Podcast oder so. Ich wäre ja gern bereit, $20-$40 dafür zu zahlen. Für die Antwort lautet leider nein. Leider nein, das war das Also die VSL kostet ein paar tausend Euro. Ja, es gibt da unterschiedliche Ausprägungen davon, aber du kannst
ganz leicht auch bis zu, glaube ich, 12.000 Euro für das Komplettpaket ausgeben. Das Hans-Zimmer-Paket. Ja, Hans Zimmer ist aber ein Komponist, der hat spielt aber kein Instrument, daher sind sie nicht vorhanden. Aber bei der VSL sind tatsächlich Sinfoniker mit beteiligt. Das heißt, die spielen jeden einzelnen Ton ein. Ich habe bei der VSL im Studio auch schon eingespielt als Cellist. So, man kann ja einen Ton von dir dort kaufen. Man kann auch Töne von mir dort kaufen, ja. Also wenn man aber steht nicht drauf, oder? Also da steht nur Cello, und ich habe gesehen, es gab so die unter was wir bieten, gab es die Angabe, wir lagern alle unsere Percussions, also die Percussions und die Klaviere, meine eigene Liste. Klar, weil die anderen Musiker bringen ihre Instrumente mit, nehme ich mal an. Ja. Und die Percussions werden in einem eigenen Raum gelagert. Da stand extra dabei, der Raum ist exakt die Temperatur des Saals, damit die Percussions sofort einsatzbereit sind. Mhm. Weil, weiß nicht, das Metall sonst zu spröde ist und die Fälle nicht, nicht zu, was auch immer, damit passiert. Also der Job, den ich dort gemacht habe als Cellist zum Aufnehmen, das könnte euch interessieren, so wie ich euch einschätze. Ich kenne euch ja noch nicht so gut, aber ihr seid ja sehr, sehr technikaffine Leute. Da hat man also jetzt einen Aufnahmeraum, wo, wie viel waren denn, ich glaube, 8 Cellisten und Cellistinnen mit Stellwänden dazwischen. Und wir haben immer gemeinsam das Gleiche gespielt. Und das meiste waren sogenannte Lagenwechsel oder in Intervalle, meistens im Verbund mit Lagenwechsel, wie erkläre ich das am schnellsten? Also der Wechsel von einem Ton zu einem anderen, zum nächsthöheren, dann zum übernächsthöheren, dann zum überübernächsthöheren und so weiter, bis zu einer Oktav, glaube ich, oder so war das. Und das musste möglichst gleichzeitig passieren, möglichst ohne Nebengeräusche. Und das, was sie interessiert hat für diese Sound Library, für diese Matrix, in der man dann die Töne alle miteinander verbindet, sodass sie möglichst authentisch klingen, war der Übergang von einer Note zur anderen. Mhm. Das heißt, sie haben dann von diesem zum Beispiel Da-ri, haben sie nur das Ei rausgeschnitten in der Mitte, um es für die Sound Library zu verwenden. Ah, okay. Interessant. Ganz, ganz schräg. Also das ist muss eine hochkomplexe Angelegenheit sein. Ich muss auch dazu sagen, so eine Sound Library, dadurch, dass letztendlich dann halt auch Instrumentalisten dahinter stehen, die mal ein bisschen lauter, mal ein bisschen leiser spielen, auch beim Aufnehmen, ist auch nie wirklich hundertprozentig. Das heißt, anders als zum Beispiel ein Synthesizer, wo du dich drauf verlassen kannst, wenn ich 101 Ampere reinschicke, dann, oder wie auch immer, weiß nicht. Ja, kann mich da nicht so gut technisch ausdrücken. Aber du merkst beim Programmieren von VSL und auch von anderen Sound Libraries, dass nur wenn du die gleiche Ton oder die gleiche Lautstärke haben möchtest, in einer anderen Tonhöhe dann nicht gleich wirklich die gleiche Lautstärke kommt, sondern unter Umständen eine andere. Mhm. Weswegen du ziemlich viel herumtricksen musst, auch wenn du verlaufende Melodien programmieren willst, weil du dann zwischendurch wirklich Einbrüche haben kannst von einer Note zur nächsten. Weil die Töne halt menschengemacht sind und nicht genau, weil die Töne letztendlich dann menschengemacht sind, richtig. Ich fand ja auch spannend an dem Gesamtprojekt, dass das ja so super in Wien aufgehoben ist, weil du hast hier 2 Dutzend gute Orchester mit Musikern, die tagsüber Zeit haben, theoretisch, oder buchbar sind und du hast alle Instrumente, die man sich vorstellen kann, in der Stadt vorhanden, die du dir ausborgen kannst, wenn du was brauchst. Jeder Komponist kann eine Anfrage stellen und was bestellen und du findest in der Stadt jemanden, der das hat oder spielen kann. Es ist... Und die Musiker zusätzlich sind auch noch vorhanden, wenn du mal wirklich einen ganzen Filmscore einspielen willst oder eine Orchesteraufnahme irgendeiner Art machen willst. Ja. Ich finde das einfach toll. Und ich ein das schönes Intro brauchst für deinen Podcast. Ja, ich habe auch schon gedacht, das 400-Mann-Orchester spielt mit 3 Tönen eine Jingle ein. Ja, und das finde ich so genial und dass es das gibt, beeindruckt mich und ich bin ja ein großer Fan davon, wenn man Standort Vorteile nutzt. Ne? Und ich meine, es gibt kaum eine Stadt, die da besser geeignet ist für so eine Library als Wien. Ja, hat ein bisschen Aufholbedarf, Wien. Also in meiner Wahrnehmung war es so, dass diese Filmmusik-Sparte schändlich vernachlässigt worden ist in dieser Welt, weil alles auf der Hochkulturwelle geritten sind. Ein Salzburger Festspiel, dann fahren wir müssen wir uns im Philharmoniker. Und dann kam lange nichts irgendwie und die Verbindung zu anderen Medien oder Trägermedien
wie zum Beispiel in einem Film. Da ist man nicht so schnell auf die Idee gekommen. In Hollywood haben sie schon längst die fettesten Filmmusikstudios. Und es ist natürlich auch eine Kostenfrage. In dem limitierten Budget hat man irgendwie darauf verzichtet. Also meine Kritik, die ich immer wieder äußere, ist, dass der maximale Soundtrack beim österreichischen Film daraus bestand, dass jemand am Klavier was geklimpert hat. Hm. Ja? Oder ist es vom Film produzieren? Von Soundtracks im Film. Was er auch mal hat, dass die Qualität hier Aufholbedarf hat vom Film-Soundtrack im österreichischen Film jetzt konkret, dass man Serviceleister ist für internationale Filmproduktionen, steht ja wieder von einem anderen Blatt. Weil also du meinst, die österreichischen Regisseure sind so doof, ihren Standortvorteil zu nutzen, dass sie wirklich fetten Sound machen. Naja, nein, ich glaube, dadurch, dass es ein gescheites Studio gibt, Experten gibt, dass man das... wäre alles da. Weil es war ja einfach, sich ans Keyboard zu setzen und zu klimpern. Und das sind die Soundtracks des Films der letzten 15 Jahre. Das Blöde ist, es ist ja in Wien auch nicht günstiger, ein Filmmusikorchester ins Studio zu bringen, als in Hollywood. Mhm. Und der österreichische Film hat einfach deutlich weniger Budget. Ja. Und das ist eher das, woran es scheitert. Ich glaube, dass 7% grundsätzlich vom Gesamtbudget für Musik gerechnet wird, so grob. Bei einem Hollywood-Film, muss man dazu sagen. Ja. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja. Habe ich 5-10 gelernt, ja, sind wir dort. Okay, und wenn du das halt auf österreichische Filmbudgets, durchschnittliche österreichische Filmbudget umsetzt, dann merkst du sehr schnell, du kannst dir vielleicht ein Schleichquartett in ein Wohnzimmer hineinsetzen. Ja, und selbst wenn, wäre es ein ordentlicher Brocken, wenn du bei, naja, 10% von 2 Millionen sind... Wenn es wirklich die 10% die Obergrenze ist, sind es 200.000, das klingt einmal nach viel, aber 40 Musiker. Hast du was kostet mich ein mittleres Orchester, dass ich das so lange habe, dass ich dann auch das spielen, was ich will? Für den Geburtstag? Ja, halt, Podcast-Jingle. Habe ich jetzt nicht im Kopf. Ich weiß, dass das Bratislava Symphonieorchester, glaube ich, oder die waren eine von den ersten, glaube ich, die so im osteuropäischen Raum angefangen haben, so mit Remote-Orchesteraufnahmen, wo du dann als Regisseur oder Filmmusikkomponist, wo auch immer gesessen bist. Hast du geschaut, wie sie das aufnehmen und hast dann gesagt, na, das ist Tag 22, die Trompeten, das Thema unsauber, bist du, spürst das nochmal. Und da weiß ich nur noch, ich habe es mit Zahlen leider nicht so bemerken, aber da war ich extrem erstaunt, wie wenig das kostet. Das war, weiß ich, vor 8 Jahren, sagen wir mal, habe ich das gesehen, und ich müsste jetzt schätzen, waren das 2000 Euro für einen Tag oder so für eine Aufnahme. Also richtig günstig. Und diese Bretter, ich meine, das ist erstens schon länger her. Ja. Zweitens ist es Bratislava, was es damals vor allem noch mehr günstiger gemacht hat. Mhm. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr so. Und wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, wenn ein Orchester mit 60-Mann-Orchester, jeder Musiker bekommt für den Tag, wenn es ein richtig gutes Orchester sein soll, sagen wir 600 Euro. Soll schon drin sein. Ja, dann ist da noch der Dirigent und die ganzen Techniker im Studio, das Studiomiete selber. Also gut, mit 5 Stellen, 20, 30 ne? Euro Stundenlohn ist da nichts. Ne? Nein, geht nicht so gut. Mhm. Ja. Du könntest aber ein Schulorchester nehmen, ne, wenn du deine Ansprüche senkst. Ja. Und da habe ich auch überhaupt, also ich finde auch gar nicht, dass es muss auch gar nicht immer das Beste vom Besten sein. Ich denke es mir so oft in meiner Gier nach dem neuesten, besten Equipment zum Beispiel, auf dem ich diese Gier, der ich ständig unterliege und mir denke, ich brauche diese Soundkarte oder diese Library. Und dann höre ich Aufnahmen, die in Garagen gemacht worden sind, mit irgendwas, und Scheiße fetzen die rein. Ja? Dann denke ich mir, hey, du musst mit dem, was du hast, musst du das Bestmögliche machen und aus. Mhm. Wenn sich dann Möglichkeiten ergeben und Türen öffnen, also zum Beispiel das Vogellied, das, wo ich jetzt im Orchester gesungen habe, da habe ich schon so ein bisschen eine Vision davon, dass ich das nächste Album nur in diesem Stil mache, dass ich eine EP zum Beispiel mache mit 6-7 Nummern, wo ich quasi wienerisch über, worüber auch immer, vielleicht über lauter Freunde von mir, mit Orchesterbegleitung etwas singen. Und natürlich ist dann in meinem Hinterkopf schon, wäre das schön, wenn ich das dann live im Radio-Symphonieorchester zum Beispiel aufführen könnte.
Aber das ist halt dann, da muss halt vorher einfach mal gut genug gewesen sein und was Feines auf die Beine gestellt haben, damit sich vielleicht die, vielleicht die Möglichkeit irgendwie über... Damit die dein E-Mail-Wort aufmachen. Ja. So viele Filmempfehlungen hätte ich, punkto Musik. eigenen Podcast. Ja. Aber man müsste einen Podcast nicht, über Filme machen. Ja, das ist keine österreichische. Ich schließe gleich an. Eine Zwischenfrage. Super vom Garib, war gut. War ausgezeichnet. Schleifwerbung von Garib. Okay, du hast gesagt, du spielst mit dem Gedanken, als Podcaster zu leben. Ja, das ist richtig. Wie geht das? Du hast doch einen seriösen Job als Cellist, oder? Ich habe einen seriösen Job als Cellist, wobei ich dann nirgendwo angestellt bin. Das heißt, da bin ich selbstständig und das geht mal besser, mal schlechter. Ja. Mal irgendwo von einer Band gebucht oder bekannten Cello-Saison. Gibt es pragmatisierte Musiker oder gibt es Musiker, die fest angestellt sind überhaupt? Oder? Ja, gibt es jede Menge. Ja, Orchestern, hauptsächlich in Orchestern oder als Lehrer in diversen Musikschulen. Okay. Das hast du aber alles nicht. Also. Das habe ich alles nicht. Okay. Ich bin auch so ein bisschen ein Spät- oder Wiederberufener. Also ich habe das studiert, bis ich 20 war oder so, und dann habe ich ganz was anderes gemacht. Dann habe ich für den Mobilfunknetzbetreiber habe ich mich um Trainings gekümmert, habe ab Trainings gehalten für Verkaufs- und Sales- und Servicebereich, meine ich, und E-Learning-Plattformen inhaltlich befüllt und solche Geschichten. Und das ist mir irgendwann so auf den Keks gegangen und ich habe mich so nach der Musik zurückgesehnt, dass ich eine Tontechnik-Ausbildung gemacht habe. Und so ist das Ganze irgendwie dann entstanden. Und in diesem Studio, das ich da jetzt habe, das ist mehr so ein Wohnzimmerstudio, da war ein Freund von mir, der Philipp, mit dem ich in Deutschland in die Schule gegangen bin. Da bin ich 2 Jahre in der Nähe von Freiburg im Breisgau, in Hinterzarten. Da war der Dieter Thoma, ich weiß nicht, ob ihr den kennst, das ist ein Skispringer, Skiflieger, der hat dort seine Heimschanze in Hinterzarten. Und dort ist ein Internatsgymnasium, dort habe ich diesen Philipp kennengelernt und dann lange Zeit nach der Zeit aus den Augen verloren und über Facebook wiedergefunden. Und der ist Künstler, malt und gestaltet alles Mögliche. Und hat eine Ausstellung in Wien gehabt, hat bei mir gewohnt. Und er wollte einen Podcast machen. Und wie war das? Ich habe ihm eine. Er hat mir irgendwie eine Frage gestellt, irgendwie, da ging es um eine Beziehung, Sex, alles Mögliche. Aber haben wir halt über alles Mögliche geredet, was wir in den letzten 10 Jahren versäumt haben. Und ich habe ihm das erzählt und das hat ihn so wahnsinnig. Da hat er gesagt: Stopp, das klingt so absurd für mich, was du da sagst. Lass uns daraus die erste Folge von unserem neuen Podcast machen. Das ist immer ein guter Einstieg. Und ich habe damals gesagt: Ja, okay, warum nicht mein Sexleben veröffentlichen? Und seitdem ist ganz viel passiert bei uns im Podcast. Das war vor 6 Jahren mittlerweile. Jetzt musst du erklären, wie der Podcast heißt und wo man ihn findet. Das ist der Happy Day Podcast. Finden tun wir den, schätze ich mal, da bin ich technisch nicht so wahnsinnig versiert, über jeden iPod-Catcher, wenn man den RSS-Feed kennt. Von Happy Day Podcast. Happy Day Podcast, genau. Okay. Es gibt auch eine Homepage, das ist happydaypodcast.de. Weil wir werden hauptsächlich in Deutschland gehört. Wir machen es auf Deutsch. Wir machen Deutsch, ja. Was damit zu tun hat, dass der Simon Beamon von Game One oder jetzt Rocket Beans TV, der hat irgendwann mal getwittert, dass der Happy Day Podcast cool ist und dass sich die Leute den anhören sollen, und darauf sind die Zugriffszahlen so in die Höhe geschossen, dass der Server, auf dem wir damals waren, gesprengt worden ist und wir übersiedeln haben müssen. Und wir sind so fahrlässig, wir haben keinen Counter installiert, der uns auswerfen könnte, wie viele echte Künstler brauchen das nicht. Wir haben uns damals errechnet aus dem Download-Volumen, nachdem wir eine Folge online geschalten haben, dass er wohl so um die 200.000 Mal heruntergeladen worden sein muss, was wir ehrlich gesagt bis jetzt nicht ganz glauben, dass es so ist. Fakt ist, wir bekommen wahnsinnig viele Hörerbriefe, und das Schönste ist eigentlich, dass wir immer wieder von Hörern, wie soll ich sagen, ich muss andersrum anpacken. Es ist wie
zwei gute Freunde oder zwei beste Freunde, mhm. die sich unterhalten über alles, mhm. was ihnen so, was sie so beschäftigt. Richtiger Quassel-Podcast. Richtiger Quassel-Podcast, nur dass halt mitgeschnitten wird. Also das, ja. was man sonst, wo man sonst dazu sagen würde, aber sag's bitte nicht dem Dings oder erzähl's mhm. bitte nicht meiner Mutter oder meinem Vater oder was auch immer. Das hauen wir einfach raus. Mhm. Tut's, wenn sie die Namen verfälschen oder auch nicht? Von unseren nicht, nein. Nein, von den Leuten, über die sie herzieht. Ja, die unterschreiben meistens mit Karl, das ist so ein bisschen ein Running Gag mittlerweile, mhm. wenn sie anonym bleiben wollen, mhm. dann unterschreiben sie mit Karl. Mhm. Und wir bekommen mittlerweile sehr, sehr viele Briefe von Leuten oder E-Mails von Leuten, die sagen, dass sie sich sehr, erstens einmal, dass ihnen unser Podcast über sehr schwere Zeiten weggeholfen hat, mhm. warum auch immer, weiß ich nicht, weil wir sie amüsiert haben, und dass sie über unseren Podcast erfahren haben, dass sie doch nicht so irre sind, wie sie geglaubt haben, sondern dass es noch irre, andere Leute gibt. Die in ihrer Realität abgleichen. Ja, genau. Okay, ja. Wie lange macht sie das schon? Seit 6 Jahren habe ich heute herausgefunden, seit 2010. Und wie oft macht sie eine Folge? Das ist sehr unregelmäßig bei uns, aber wir wollen jetzt sehr regelmäßig werden, weil wir einfach schon so viel Herzblut da reinstecken mhm. und eigentlich noch mehr in Form von Konzept hineinstecken mhm. wollen und Zeit hineinstecken wollen, dass es eigentlich nur geht, wenn wir davon auch wirklich was zurückbekommen. Mhm. Und wir haben gesehen, dass vergleichbare Podcasts oder Podcasts mit vergleichbarer Reichweite mhm. wirklich viel Kohle über Patreon machen. Mhm. Und da wollen wir eben auch hin. Und da sind wir jetzt gerade dabei, so ein bisschen eine Premium-Content-Schiene aufzubauen. Mhm. Das heißt, jeder, der über Patreon $1 oder mehr spendet, mhm. Der bekommt einen Content. Da haben wir vor kurzem was produziert, nämlich wir haben etwas gegessen, was 550.000 Scoville hat. Das ist diese Schärfegrad. Eine wirklich Mega-Death-Sauce, mhm. heißt die Sauce, die wir uns auf die Semmel draufgegeben haben. Und ich habe das Gefühl, ich muss sterben zwischendurch. Und das haben wir über Video aufgenommen. Und alle, die mehr als $5 spenden, bekommen das auch als Video. Und alle, die mehr als $1 spenden, bekommen das als Audio-Podcast per Link zugeschickt. Selbstmordversuch mit Schafers. Genau. Solche Sachen. Und wir haben vor, eine Geschichte zu erzählen, wo immer er einen Teil erzählt und dann der andere. Und dann ich einen Teil und dann der. Und so wollen wir verschiedene Premium-Contents. Und da bis jetzt bekommt ihr schon Spenden was über Flatter oder bis Patreon? Mit dem Flattern haben wir aufgehört. Warum, weiß ich nicht mehr, aber wir sind einfach auf Patreon umgestiegen letztendlich, glaube ich. Und da sind wir jetzt auf $410 oder was monatlich, die wir bekommen. Also nichts, wovon man leben kann. Und auch, ich meine, es ist schon besser als ein Stein am Kopf, absolut. Ja. Wenn man bedenkt, wie viele Hörer wir haben, mhm. denke ich mir dann auch doch wieder, was ist mit den anderen? Oder wie wär's, wenn nur 15% aller Hörer $1 spenden, dann wäre es wahrscheinlich schon live und bei uns. Ja. Er macht übrigens auch einen, weil ihr gesagt habt, ihr seid auch sehr filmaffin. Er macht sau viele Podcasts. Er macht einen Lauf-Podcast und mhm. alles Mögliche. Und er macht auch einen Film-Podcast. Er ist nämlich ein extremer Filmfreak auch. Zelluleute.de. Ah ja, das sagt man schon. Stimmt. Ja, okay, das ist, glaube ich, im deutschsprachigen Raum sogar der mit den meisten Followern, bin ich nicht ganz sicher, oder der zweite Platz oder so. Aber er ist ein richtiger Podcast. Und bist du darüber auch in die Podcast-Szene reingekommen, sozusagen, dass dein Freund dich aufgenommen hat? Bei ja, Party aber ich bin nicht... Hörst du jetzt auch selber Podcasts? Nein, oder nach wie vor nicht. Ich höre keine Podcasts. Ja, ich weiß, also es passiert mir immer, ich muss mich vielleicht da einfach auch mal drum kümmern, weil es passiert immer wieder, dass wir haben auch nämlich auch Live-Podcasts gehabt, mhm. jetzt im Dezember waren wir zweimal in Berlin, zweimal in Hamburg und einmal in Köln. Da haben wir die Niveaulos mit Niveau-Tour gemacht. Eben Live-Podcast mit einem Batzen Show, auch ein Pianist mit dabei und sau viel Spaß. Ich habe so viel gelacht, ich habe so wahnsinnig viel gehabt, nämlich vor allem nach der Show, weil ich weiß nicht, warum ich es gemacht habe, aber die Leute wollten dann irgendwie Fotos mit uns und unterschreiben, CD, $5 pro. Und bei den Fotos habe ich dann angefangen, bei einem die Augenbrauen so in die Höhe zu ziehen, warum weiß ich nicht, aber er hat so irgendwie so
gute Miene im wahrsten Sinne des Wortes zum bösen Spiel gemacht und hat so in die Kamera geschaut. Das hat so lustig ausgeschaut, dass der Philipp und ich einen Sport draus gemacht haben. Fans verunstalten haben wir das genannt. Und wir haben dann wirklich in dem Gesicht und im Gesicht herumgeknetet. Und dann immer, wenn dann schon der Nächste gekommen ist, dann habe ich den nur anschauen müssen und mir ist schlagartig bewusst geworden, was ich mit dem wohl alles anstellen will. Ich habe so lachen müssen. Spaß mit Fans. Ich habe so viel lachen müssen. Und es war großartig, weil ich habe, es sind alles liebe Leute einfach. Ja, es ist so schön, du kommst. Am Anfang war es ein bisschen spooky, also vor allem, wir haben vor 2 Jahren oder so schon eine Tour gemacht. Da kommen Leute auf dich zu, die dich wahnsinnig gut kennen, weil wir alles erzählen oder fast alles in dem Podcast. Ja, die kennen dich in- und auswendig und du kennst sie null. Und das ist eine Schieflage, an die musst du dich erst einmal gewöhnen. Und jetzt bei der Tour war es mir eigentlich sofort wurscht und ich habe festgestellt, wir haben einfach lauter liebe Hörer quer durch alle Altersschichten, oder nicht alle Altersschichten, aber viele Altersschichten. Ja, ja, cool. Ja. Hashtag Neid. Was? Hashtag Neid? Nein. Na, was heißt das? Naja, also eine Empfehlung von Ostergame One und Rocket Beans Richtung, das kann schon einiges bewirken. Also generell einfach die Gaming-Podcasts sehr, sehr stark sind. Und das sind so viele, ich höre ja einige von denen und Game One und Rocket Beans ist oft ein Begriff. Es hat einer unserer Hörer, der Holger Müller von Oakview Productions, das ist ein nein, musst du jetzt nicht kennen. Ein Film, wenn du gerade so gesäuft hast. Nein, nein, das war pure Sauerstoffmagie. Okay. Das war völlig dieser Neid. Der hat gerade mit einem Film, mit einem Freund eine Filmproduktionsfirma gegründet und sein erstes Projekt war ja eine Doku über Happy Day Podcast gedreht und sie ist wunderschön geworden. Er ist zum Philipp, der wohnt in Utrecht. Nach also, ihr habt schon gefahren. Ein offizielles Making of Happy Day Video. Ja, es ist kein Making-of, es ist mehr so eine Doku über uns. Ja. Cool. Und er ist zum Philipp nach Utrecht gefahren, hat ihn dort interviewt und gefilmt. Er ist zu mir nach Wien gekommen, aus Dresden, glaube ich, zu mir nach Wien gekommen und hat mich hier gefilmt. Und er hat einen wunderschönen Film gemacht. Cool. Auch wir haben einen YouTube-Kanal auch, wo wir auch ein paar Filme haben. Und da ist eben diese Doku auch drauf zu sehen. Wie heißt euer YouTube-Kanal? Happy Day Podcast nach Adam Riese. Raw Roman Judgment. Nein, Happy Day Podcast heißt der YouTube-Kanal. Die Domain war auch frei. Ich meine, hätte das Happy Day schon vergeben. Mit der Saftfirma heißt du nicht auch Happy Day? Die haben wir jetzt aber vorhin schon. Haben wir schon im Vorgespräch erwähnt. Ja, mich interessiert noch, nehmt ihr über Skype auf oder trefft ihr euch live? Wahrscheinlich nicht. Nein, das nicht. Wir nehmen, also jeder nimmt für sich auf. Dadurch, dass ich Musik produziere, habe ich es relativ leicht, alles da. Sequencer, Mikrofon etc. Er hat halt eins dieser klassischen Podcaster-Mikrofone sich zugelegt, USB-mäßig angesteckt und ein Apple-Computer, welches Programm er da aufnimmt, weiß nicht. Okay, aber vielleicht auch zwei getrennte Aufnahmestellen. Zwei getrennt, er schickt mir dann seine Aufnahme und ich mische es dann zusammen, einfach die beiden Spuren. Und je nachdem, manchmal ist auch ein bisschen Musik von mir oder von irgendjemandem, den wir mögen oder so, irgendjemandem, den wir promoten, drin. Oder wir haben auch eine, ich habe vor kurzem eine Bekannte von mir, die Sprecherin, mit einer sehr erotischen Stimme, die uns ein paar Jingles eingesprochen hat, auch für Patreon und so. Ja. Da schneide ich manchmal Sachen rein, und was es halt so audiomäßig noch reinzuschneiden gibt. Und dann, das heißt, ihr habt auch ein bisschen einen Musikbezug, weil er hin und wieder so Musik spielt. Ja, der Philipp selbst hat zum Beispiel auch ein Hip-Hop-Album. Gleichzeitig mit mir hat er ein Hip-Hop-Album veröffentlicht. Schlag mich tot, ich weiß nicht, wie es heißt. Ist ein sauguter Titel für ein Hip-Hop-Album. Das ist mein bester Freund, kenne ich seit 20 Jahren. Wir bedienen 200.000 Leute jede Woche, aber ich weiß nicht, wie sein Album heißt. Und es ist, er hat es vor 10, 12 Jahren oder so hat das aufgenommen und es ist saugut geworden. Er ist so ein bisschen ein Künstler-Allround-Genie, der gute Philipp.
so langer Zeit aufgenommen, jetzt ist aber was. Genau. Frage. Ja. Bei meinem zweiten Podcast sitzen wir auch alle in verschiedenen Ländern und wir machen es genauso. Mhm. Wie synchronisiert sie das? Ja. Also ich habe die Frage eigentlich noch nicht gar nicht fertig von dir auch beantwortet. Wir schauen uns deswegen, nein, ich komme gleich über diese Brücke zu dir. Wir schauen uns oder wir sprechen über FaceTime. Ich glaube, von euch hat wahrscheinlich niemand ein iPhone, da bin ich im falschen, in der falschen Runde für iPhone. Ja, aber FaceTime ist ein Begriff, genau. Okay, das ist Apple. Da ist die Tür. Ja, vielleicht nicht Apple-User. So doof ist für mich, was ist FaceTime? Ist so ein wie Skype, Videoanruf. Okay. Videoanruf. Okay. Ja. Und mit Kopfhörern drinnen und so schauen wir uns an und telefonieren miteinander und nehmen uns gleichzeitig auf. Und synchronisieren tun wir es, indem er 4, 3, 2, 1 am Anfang sagt und ich einfach versuche, möglichst synchron mit ihm das 4, 3, 2, 1 zu sagen. Das ist die ganze Synchronisation. Das funktioniert super. Mhm. Weil nämlich der Punkt ist ja, ich mische es ja so zusammen, wie ich es beim Telefonat auch schon gehört habe. Und wenn und deswegen pickt das ja auch genau übereinander. Wenn ich mit ihm gleichzeitig 4, 3, 2, 1 sage, dann ist das genauso wie zu dem Zeitpunkt, wo es aufgenommen hat. Was sind denn ein paar Millisekunden unter Freunden? Das stimmt. Mache ich genauso. Beim Schneiden, ich denke mir das auch, sonst muss nicht 100% passen. Wir machen ja zwischen 2 und 4 Personen. Bei 4 Personen ist natürlich, da zähle ich einen Counter und sage auf 1, zähle ich runter, auf 1 sollten alle auf Record drücken, das ist einmal das Erste. Das passt einfach nie. Und dann gibt es immer unsere Vorstellrunde ist schon ein bisschen ritualisiert. Und dann sagt der Markus, unser Chef, stellt dir mal vor, der Harry aus Wien, dann sage ich Hallo. Und dieses Hallo ist irgendwie so genau drin, dann sagt der Jens in Warschau, Hallo, und so. Und dadurch sind diese Lücken, da passen diese Hallo und Servus oder was auch immer jemand sagt, genau hinein. Ja. Und manchmal habe ich mich gespielt, wenn die wusste, dass die Verantwortung bei mir lag, dass ich kurz meine Kopfhörer ans Mikrofon gehalten habe und dessen Servus in meiner Tonspur dann drin hatte. Okay. Und dann konnte ich das nochmal genau. Also es waren so die Varianten, die ich halt so. Aber ja, es ist Pfuscherei. Also es gibt keine auf die tausendstel Sekunde genaue Methode. Nein, außerhalb von irgendwelchen. Du brauchst sie nicht für tausendstel Sekunde, die brauchst du überhaupt nicht. Ich sowieso nicht, aber du bist der Tonmeister. Ja, also genau, vielleicht. Und ich bin sehr, ich bin ein ziemlicher Perfektionist. Das heißt, es tut mir wahnsinnig schwer, etwas rauszuhauen, was ich nicht schon. Von dem ich nicht weiß, dass ich alles getan habe, dass es möglichst gut ist. Und es funktioniert jedes Mal wunderbar. Es sei denn, der Philipp vergisst, dass er vor 4, 3, 2, 1 auf Aufnahme drücken soll und drückt danach auf Aufnahme. Aber selbst dann kann man es so synchronisieren, dass es wirklich passt. Aber ich weiß, es ist schwieriger, weil wir haben auch manchmal Gäste im Podcast und dann leidet die Internetverbindung irgendwo drunter und dann laggt es bei einem irgendwie und so und dann wird alles ein bisschen mühsamer, je mehr da in dieser Konferenz drinnen hängen. Nicht bei dir? Oder doch, schon? Aber also das funktioniert meistens. Also wir machen Skype-Konferenz, also Gruppengespräch immer. Ja. Und da geht es ja, also wir lassen auch meistens einen Skype-Recorder mitlaufen als Backup, weil es gibt dann schon halt welche, die wirklich vielleicht deren Internetanschluss dann wirklich wenig durchlässt. Ja. Die gibt es schon, aber es ist ein Backup und ich bin großer Freund von. Ja, wir haben es noch nie ausprobiert, aber wäre nicht TeamSpeak ideal für so eine Aufnahme? Habe ich noch nie verwendet. Also ja, will ich ja eigentlich auch, weil da geht es ja das ist ja normalerweise, TeamSpeak ist so eine Software, die Spieler miteinander reden lässt, während sie Counter-Strike oder irgendwas. Nennen wir sie doch bitte Mumble, damit es frei ist. Ah, ist das? Ja, natürlich. Ja. Okay. Also mit Mumble habe ich schon Erfahrung gemacht mit. Aber ist nicht das Gleiche. TeamSpeak ist. Sind vollständig inkompatibel, aber der Vorteil von Mumble ist es erstens Open Source und zweitens verschlüsselt. Okay. Das ist für private Gespräche ein bisschen besser. Für einen Podcast, den man dann veröffentlicht. Ja. Wichtig. Es gibt eine Aufnahmefunktion, die habe ich noch nicht getestet. Und man sollte auf keinen Fall, die sollten auf jeden Fall alle Kopfhörer tragen, weil das ist die erste Sache, die ich erkennen musste,
Okay. Man hat direkte Schleife drin. Ach ja, okay, natürlich ja. Jetzt. Aber keine Brummschleife. Und darüber aufnehmen ist auch nicht so ideal, weil die meisten stellen es so ein, nur wenn man spricht, dann wird auch übersendet. Solange man nicht spricht, dann wird nichts gesendet. Das ist nämlich dann ganz still und das macht einen wahnsinnig, wenn man so Podcasts produzieren will, oder? Es ist wie beim Telefongespräch, wo dann einfach die Stimme komplett weg ist. Ohne Comfort Noise, das macht einen ja dann so unsicher. Oder ja, das kann, also das ist bei Mumble tatsächlich so, okay. Aber ich habe noch nicht über den Comfort Noise, ich muss das mal ausprobieren, wie das ist mit dem Comfort Noise. Aber auf jeden Fall, weil Teamspeak und Mumble denselben Funktionsumfang haben, würde ich jedem Mumble direkt ans Herz legen, weil es offen ist und ist ziemlich gut auch inzwischen. Aber gut, das, wie man miteinander spricht, über welche Zwischensoftware ist ja eher das Zweitrangige, weil es geht ja eben darum, die Aufnahme vor Ort, also ich spreche einfach in meinem Mikrofon, lasse mein Audacity mitlaufen, die anderen machen das auch, wenn die anderen ein anderes Programm verwenden würden, wäre es egal, wir schicken uns das WAV über WeTransfer demjenigen, der zum Schneiden dran ist und das ist für die Leute interessant, die direkt halt über so eine Software vielleicht aufnehmen. Ohne naja, also ich weiß nicht. Oder? Der Grund, warum ich es jetzt ins Spiel gebracht habe, ist, weil ich nämlich eben über Skype, und das mag jetzt nicht am Programm selbst, sondern vielleicht an vor allem meiner Internetanbindung liegen, die Erfahrung gemacht habe, dass wenn dann 3 oder 4 Leute vielleicht da sind, dass dann eben einer komplett absäuft. Entweder er laggt wahnsinnig oder ist sau leise oder was auch immer. Und das macht, unabhängig davon, dass jeder sich selbst zwar auch aufnimmt, macht es ja den Gesprächskomfort, haut es ja komplett zusammen. Mhm. Hingegen bei Teamspeak, und ich zocke jetzt nicht großartig und wenn, dann auch nicht mit Teamspeak, aber meiner Beobachtung nach unterhalten sich die Leute, als würden sie im gleichen Zimmer sitzen über Teamspeak und es funktioniert wunderbar. Es ist anscheinend höchst datenreduziert, glaube ich, aber trotzdem eine gute Gesprächsqualität. Deswegen meine ich, würde es ja vielleicht... Weißt du, warum bei uns das, glaube ich, gut funktioniert? Weil wir ohne Video machen. Wir machen nur Audio. Nein, wir machen es auch ohne Video. Ach so, okay. Aber bei euch funktioniert das auch gut über Skype. Ja, wir haben auch so einen Rapport einfach schon in der Gruppe. Also egal in welcher Konstellation wir uns zusammenfinden, zu zweit, zu dritt, zu viert und welche... Zusammensetzung, es funktioniert gut und wenn mal einer ansetzt und der andere redet aber doch noch einen zweiten Satz zum Beispiel, dann, also ich persönlich stelle dann einfach die Tastenkombination Audacity stumm, dieses eine, ich sehe das ja, und bin da auch beim Nacharbeiten etwas gründlicher, was das angeht und habe die 4 Spuren und probiert es was aus, was wirklich dafür entwickelt worden ist, das ist der Studio Link. Die verwenden als Audio-Codec Opus, also das ist wirklich ein Codec, der so sehr gut ist für Sprache, sehr geringe Latenz hat und auch gutes Fallback hat, wenn die Bandbreite niedrig ist, sodass es nicht in drastische Verluste übergeht, wie es bei MP3 oder sowas wäre, sodass du dann wirklich so Artefakte hast, sodass du Sachen nicht verzerrt hörst, sondern der wird dann einfach dumpfer und schlechter, aber es ist noch immer akzeptabel, das klingt dann vielleicht so, wie altes, wie früher Telefon geklungen hat in die Richtung. Und die haben einerseits ein Plugin für Reaper bzw. Ultraschall. Das ist eine Software, also Reaper ist eine DAW. Ultraschall ist ein Plugin, was da wieder dafür geschrieben ist, speziell für Podcast-Aufnahme. Da gibt es ein Plugin eben von dem Studio Link hinein, sodass das direkt beliebig viele Kanäle da hinein aufnehmen kann. Und du kannst mittlerweile auch lokales Backup machen, sodass jeder sozusagen sicherheitshalber, falls da was abbrechen würde, auch noch lokal seine Aufnahmen mit aufnimmt und dann könnte man sich halt zumailen oder über den Server hin und her schreibt. Das ist auf jeden Fall immer die beste Lösung. Hört sich toll an, ne? Und technisch ist dahinter VoIP-Geschichte einerseits, also im Prinzip SIP und WebRTC, das heißt die Verbindungen gehen auch wirklich peer-to-peer und nicht über den Server dann drüber, wenn sie einmal aufgebaut sind. Das bedeutet, dass du im Prinzip halbe Latenz hast gegenüber einem Teamspeak oder so, weswegen wirklich miteinander redest und nicht über den Server und der Server dann mit dem anderen. Okay, super Tipp. Ja. Audio-Link. Studio-Link. Studio-Link.de. Bislang ist das ausschließlich Software-Geschichte und in Zukunft wird es da auch ein Hardware-Gerät dazu geben. Habe ich schon mal davon erzählt, wenn man sozusagen einen nicht technisch affinen Partner am anderen Ende hat, ist dann die Idee, dass man dem nur das Kastl mit Kopfhörern schickt. Der stöpselt das an seinen DSL-Router an und damit hat er sozusagen eine fixe Telefonnummer, wenn man so will, über dieses SIP-Protokoll. Und man kann den sozusagen anrufen, der braucht nur mal das Headset aufsetzen und das Ding angesteckt haben und das funktioniert. Das ist so die Endidee dann. Allerdings ist das noch nicht...
Also es ist, man kann es vorbestellen im Internet, aber es ist noch nicht wird noch nicht ausgeliefert. Mhm. Haben Sie noch hin und her überlegt, welche Hardware Sie dann nehmen sollen, glaube ich, für das Kasten? Nein, oder? Die Hardware ist eigentlich fix. Das ist ein Banana Pi, genau. Oder Beaglebone Black. Aber haben noch vergessen. In der Anfangsphase haben Sie noch kurz an den Raspberry gedacht, der ist aber nicht geeignet. Ja, der ist nicht geeignet. Also die Hardware ist eigentlich fix, es ist hauptsächlich Software-Spielerei, wo sie mit ein paar Sachen noch nicht, wo der Sebastian Reimers, das ist der Mensch, der dahinter steht, noch nicht so ganz damit zufrieden ist. Und mittlerweile ist es auch so, dass sie, was die SIP-Server angeht, weltweit funktionieren, in dem Sinne, dass die Latenz auch dann okay ist. Also es wird geschaut von denen, die sich da zusammen verbinden, dass das ein Server ist, der möglichst nah ist, damit für den Anfang oder falls die direkte Peer-to-Peer-Verbindung nicht geht, wenn es also doch über einen Server gehen muss aufgrund der VPN-Situation, sodass dann trotzdem die Latenzen nicht hoch sind, haben sie jetzt Server, ich glaube, auf jedem Kontinent wenigstens einen oder so in die Richtung. Also die als ja, beziehungsweise halt als Lastverteilung auch und dass das halt auch international wirklich gut funktioniert. Das sollte nicht eine europäische, rein europäische Lösung sein, sondern die sollte halt überall funktionieren. Das ist so der Anspruch von ihnen. Also du meinst einen Stand-Server? Ja, Stun-Turn-Server und dann auch eben der, wo das Gespräch darüber übertragen wird, wenn Peer-to-Peer nicht aufgebaut werden kann. Also wenn du, ich glaube, wenn du doppelt natt ist, dann geht es nicht. Also manche dann geht es nur noch mit Stun. Ja, manche Mobiltelefonieanbieter machen doppeltes Nutting, also dann hast du auch keinen Port mehr zu dir herein. Sag, weil ich dich mit einem Film retten soll hier. Achso, müssen wir laut gehen. Aber das ist die Zukunft. Ja, ich weiß ja nicht, wie eure Hörer. Ich denke mal, die. Na, die mögen das Gehörde auch. Also beide. Die Gebemonster und. Ja, beide Bernd, der Bernd. Ja. Unsere beiden Hörer. Ja, soll ich rumnerden? Ja, mach das doch. Yay! Gibt gar das Thema von letzter Woche. Wird sowieso keinen interessieren. Also ich habe mich mit Monitoring beschäftigt. Na Horst, das interessiert mich wirklich diesmal. Ich hab einen Anlassfall. Interessant. Ich hab einen Anlassfall. Also ich habe mich mit Monitoring beschäftigt. Danke. Ich wollte ein paar Server von mir monitoren. Inzwischen wollen wir es auch auf der Arbeit einsetzen, da habe ich es dann auch mit installiert und auch ein bisschen vernetzt. Ja, jedenfalls gibt es halt schon bekannte Tools wie Nagios. Nagios, ja. Hat mal Kontakt gehabt. Ja, Nagios kennt, glaube ich. Installiert, nie verstanden, aber es war nicht. Also Nagios funktioniert so, es gibt einen zentralen Server. Da wird reihum ein Programm gestartet, welches dann das ist aber dann ein ganz kleines Programm, welches dann guckt, läuft der DHCP-Server, antwortet der halt mir mit einer IP-Adresse, die ich dann bekommen soll. Du installierst auf einem Server ein Programm, das überprüft, ob deine Server rennen. Richtig, genau. Ja. Damit du das nicht selber machen musst. Ja. Okay. Das macht man ab einer gewissen Skalierung, während sie ein Monitoring-System sowieso einsetzen. Das ersetzt eigentlich den Admin. Du automatisierst den Admin. Naja, den Admin kann man nicht mal automatisieren. Der Admin wird kontaktiert und er muss dann mit der Zipfelmütze aufstehen und irgendwie mit der Schlafmütze. Also der Admin ist, wenn das ein Admin machen soll, dann halten wir. Weil man hat ja dann mehrere Server, bei mir sind es noch begrenzt viele, es sind nur vier. Die werden alle 15 Sekunden einmal abgefragt, ob sie das richtige Ergebnis liefern. Wie sein sollte. Und sowas möchte man natürlich automatisieren, alle 15 Sekunden. Ich möchte jemanden sehen, der wirklich alle 15 Sekunden F5 drückt. Das ist doch ein Grundjob für sowas, oder? Das ist sogar besser als ein Grundjob. Ja, genau. Mach mal. Ja, aber kann der Vogel dann auch das Ergebnis kontrollieren? Nein, kann er nicht. Jedenfalls, Nagios ist halt was Typisches, das kann den Webserver anfragen, man bekommt das Ergebnis, kontrolliert es und zack, wird es gespeichert. Daraus kann man dann schöne Graphen zeichnen lassen. So, ja, Nagios ist ein bisschen veraltet, weil man möchte eventuell auch noch monitoren, wie lang hat es eigentlich gedauert, bis ich die Antwort bekam. Oder ich möchte wissen, wie lange ist das Zertifikat von dem HTTPS-Server noch gültig? Und für solche Sachen ist dann Nagios
nicht mehr so schön. Also, aber das müssten sie ja auch, aber mit Plugins wahrscheinlich, oder? Suchen sie dann ja, zusammenstopfen. Kann man, das kann man sogar alles ziemlich einfach selber schreiben in Arceus, aber diese Performance-Daten sind ein bisschen problematisch. Ja, ich habe was anderes Neues entdeckt, das nennt sich Prometheus. Das ist eine Monitoring-Software, die selber nur eine Sache macht, vergleichbar zu Nagios, das macht auch nur eine Sache und dann gibt es die Plugins dazu. Und zwar fragt es einen HTTP-Server und der antwortet mit einer Datei. Und in dieser Datei stehen einfach die Performance-Daten drin. Ah, okay. Und das war's. Und man kann also einen Webserver aufsetzen, wo immer dasselbe drinsteht, habe ich auch schon gemacht. Damit kann man dann kontrollieren, ob immer dasselbe Ergebnis zurückkommt. Es müssen aber echte Performance-Daten sein. Oder eben man benutzt einer dieser anderen Server, die sie anbieten. Da gibt es einen, der ist nämlich wirklich unschlagbar, das wäre in Nagios undenkbar, den Node-Exporter nennt sich das. Okay. Und der exportiert alle Daten über die Hardware, die gerade in dem Rechner steckt, den man damit monitoren möchte. Das heißt, diesen Node-Exporter installiert man sich auf mehreren Servern, die man monitoren möchte, und dann liefert er Temperatur der CPU. Grenzwerte der Temperatur der CPU. Wie Staub drin liegt. Ja, leider nicht, dafür gibt es noch keine Sensoren. Okay, und das liefert er an einen Webserver, den du dann abfragst? Dieser Prometheus-Server holt sich diese Daten ab. Ja, aber jeder einzelne Server, den du kontrollieren willst, muss seine Temperaturen exportieren, seine Richtig, genau. Ja. Und die exportiert er an einen Webserver? Oder die? Nee, die fragst du ab. Du kannst mit Curl oder Wget sogar abfragen. Okay. Dann bekommst du diese Daten zurück. Und Prometheus macht das die ganze Zeit. Und jetzt alle 15 Sekunden. Zu dem, was uns alle bewegt. Das ist ein gutes Tool. Oh. Mich nicht. Oder das ist noch schlechter als das Nagios. Es ist viel, viel besser als Nagios. Ah. Es hat nämlich ein paar Konzepte, die wirklich besser umgesetzt sind und ja, es ist eindeutig besser als Nagios. Okay. Wie kommen diese größenwahnsinnigen Namen eigentlich immer zustande? Prometheus. Come on. Was heißt Nagios? Diese spielen wahrscheinlich diese Allmachtsfantasien des Administrators damit, wenn man da so mehr als 100 Maschinen dann kontrolliert mit seinem Prometheus. Herrlich ist das. Kannst du daraus rückschließen, was diese IT-Nerds so für klassische Bildung haben? Na, immerhin. Bücher sie lesen oder da, Latein und Aber... Ist Open Source auch? Ja, es ist Open Source. Es ist in Go geschrieben. Oh, alle Plugins dazu auch. Schicke Google-Sprache, ja. Oder? Um die Daten abzuspeichern, gibt es verschiedene Backends. InfluxDB, irgendein anderes, was ich jetzt vergessen habe. Und Prometheus selber bringt auch eins mit. Ich empfehle das von Prometheus. Es verbraucht nämlich den wenigsten Platz. Okay. Nicht abschrecken lassen. Da steht irgendwas von, es bräuchte 3 GB RAM. Braucht man nicht, wenn man nicht so viel hat. Einfach ein paar Parameter runterschrauben und dann verbraucht es weniger. Immer die Specs lesen. Ja, genau. Mhm. Nicht anfangen, einfach nur das zu glauben, was im Internet steht. Ein Arbeitskollege hat nämlich das gemacht und daraufhin war bei uns im Unternehmen, nein, das benutzen wir nicht, das braucht zu viel RAM. Im Endeffekt benutzen wir es jetzt schon und ich habe auch die Parameter angepasst und eigentlich ist es auch schon so wurscht. Eigentlich ist es schon so wurscht. Ja, 3 GB ist RAM. Hör ich da raus, dass du zufrieden bist mit dem Prometheus. Auf jeden Fall. Dankeschön. Und noch einen Tipp. Gibt es für Debian apt-get einfach installieren und fertig? Aber nein, aber du brauchst... Es ist ziemlich einfach herunterzuladen. Okay. Also ich habe es noch nicht gefunden. Du gibst das wohin und dann... Ja. Also ich habe Go, das braucht dann einen Go-Interpreter? Du kannst die Pakete fix und fertig kompiliert herunterladen. Okay. Funktioniert auch direkt auf dem Raspberry Pi. Und was ich noch dazu empfehlen möchte, ist Grafana. Das ist zum grafischen Darstellen der Performance-Daten. Da kann man dann wirklich sehen, oh, der Server ist da ausgefallen, da ist nämlich überall 0, ansonsten war es 1. Und man sieht dann auch, an diesem Tag ist mehr Verkehr los gewesen. Da sind dann die Striche etwas weiter oben. Kann man die Farbe der Grafen sagen? Corporate Identity anpassen? Ja, das geht. Du kannst in Grafana nämlich das Styling verändern. Es bringt standardmäßig 2 Styles mit. Wenn du möchtest, kannst du es grafisch anpassen. Ich wollte irgendwie nicht von was Gescheites dazwischen fragen. Okay. Ja, also Prometheus mit Grafana
Ziemlich. Schreibst du den Link in das Titanpad? Ja. Okay. Oder halt in den Shownotes, sobald ich meinen Backlog am Schluss aufarbeite. Oder ich sag direkt Prometheus.io. Okay. Soll ich noch dagegen nörden oder seid ihr jetzt... Oh ja, oh ja. Ja, was hättest du denn dagegen? Der Haken, also das Konzept, das er beschreibt, ist agentless. Also da ist nichts auf dem Server. Ah, schön, dass du rumhörst. Ich habe mir nicht mehr getraut, das alles zu sagen. Was fröhlich vor sich hinspeichert. Also zum Beispiel, wenn zwischen dem Hauptserver, der die Daten sammelt, und einem von den anderen Servern, den man überwacht, die Internetverbindung ausfällt, aus welchem Grund auch immer, dann gehen über diesen Zeitraum sozusagen die Daten verloren in so einem Konzept. Das ist der Haken von so einem agentless-Konzept. Ah, und Agent heißt jetzt, dass Agent der Überwachte sich das selber lokal speichert. Lokal speichert, zwischenspeichert und dann, wenn die Verbindung wieder kommt, die Daten dann auch überträgt. Und Prometheus ist agentless. Was er bisher beschrieben hat, ist agentless. Das heißt, das ist gar nicht so gut. Das sage ich jetzt einmal. Ja. Jetzt kann er sich ja wehren. Okay, dafür gibt es eine... jetzt wird's dirty. So, dieses Problem ist eigentlich im Prinzip egal, weil bis auf sowas wie Temperatur ist es wurscht. Also du interessierst dich ja nur dafür, wenn der Server erreichbar ist, weil es geht darum zu messen, ob der Kunde das Ding benutzen kann, nicht ob die Temperaturen alles in Ordnung sind. Es gibt auch den Alert Manager dazu, wo du dann eine SMS und eine E-Mail oder sonst was bekommst. Dann willst du nur wissen, willst du nicht wissen, ja, der Server läuft gerade nicht gut, weil die Festplatte zu einer hohen Temperatur ist, sondern einfach nur, es ist nicht verfügbar. Mehr sollte man auch nicht wissen. Ich will schon wissen, weil sonst, wenn im Haus die Heizung ausgefallen ist, möchte ich schon eine E-Mail sozusagen bekommen oder eine Benachrichtigung bekommen und nicht nur deswegen, weil gerade einmal die Internetverbindung down ist. Ja, dann setzt du aber den Prometheus-Server bei dir zu Hause auf. Auf derselben Maschine, wo alles gemessen wird. Noch zusätzlich. Und können sich mehrere Prometheus auch synken? Das nennt sich Federation, das ist nicht synchronisieren, sondern nur sozusagen exportieren. Habe ich selber noch nicht gemacht, aber... Ich will es eigentlich nicht wissen, aber ich kann mich nicht zurückhalten. Gibt es einen Master Prometheus, der die anderen Prometheus? Du kannst mit Hilfe von Prometheus andere Prometheus-Server natürlich auch monitoren, weil die nämlich auch metrische Daten liefern. Und sogar solche Sachen wie, wie viele Scrapes, das sind diese Abfragen, sie gemacht haben. Okay, okay. Also Scrape, ich monitore meinen Prometheus mit demselben Prometheus-Server selbst auch. Also solche Sachen sind kein Problem. Ich konnte euch im Großen und Ganzen jetzt folgen. Ich weiß, worum es geht. Sehr kompatibel. Jetzt muss ich etwas machen, was ich beim Happy Day Podcast nie mache. Ich muss aufs Klo gehen. Bitte. Man hört das auch ein bisschen, so festspülen. Alles klar. Jetzt ist der Dennis auch weit genug vom Mikro, sodass ich sagen kann, wer es doch mit PHP machen will, kann es ja mit Savix gucken. Okay. Einmal keinen PHP nennt. Das ist eine riesen Provokation. Wir haben Savix auch ausprobiert und naja, sind nicht so besonders toll. Ich habe letzte Woche viel Spaß damit gehabt, weil ich habe eine Warnmeldung gekriegt vom Savix, das gesagt hat, seine Festplatte läuft gerade voll. Dann haben wir uns ein bisschen genauer angeschaut. Bei einem Update von einer Savix-Version auf die nächste haben sie den Housekeeping-Prozess, also derjenige, der die veralteten Daten sozusagen wegräumt, abgedreht. Das heißt, ich habe jetzt seit 3 Jahren Daten gesammelt auf der Festplatte und hatte dann 450 Millionen Einträge, die alle in einer Datenbank gelegen sind, auf der auch nicht korrekte Indizes angelegt sind, weil das Savix auch nicht macht. Und dann die Indizes, also die Einträge zu löschen, wenn man die neuere Historie doch behalten will, war ein Job, der dann doch 4 Tage gelaufen ist. Also das war schwer mühsam. Und bin ich am Überlegen, ob ich mir nicht auch ein bisschen was anderes anschaue. Zur Erholung hast du nicht ein Computerspiel? Entspanntes Rumhirschen auf irgendwas. Ich habe gedacht, wir hatten heute wieder so viele Gäste, dass ich mir meine Themen spare. Es wird schon so ein langsamer Sport bei mir. Ich hatte eigentlich eine super Überleitung für die Antikrastination, nämlich die Brotkastination. Brot? Nur 30 Jahre Brotkasten. Brotkastination. Brot oder Brot? Brot. Brotkasten. Zum Essen. Das ist so einfach. Ehrlich, wenn mich jetzt. Brotkasten. Alles schrecklich ist jetzt. Oder Brotkasten. Brotkasten. Brot. Meinst du den Brotkasten, wo man das Brot hineintut?
Ja, kennst du den Spitznamen für den C64er? Ja, ja, ja. Rotkasten, ja, klar. Ja. Also nicht zu verwechseln. Rotkastellation, 35 Jahre alt, C64er. Das ist auch schon her, gell? Ja. Ach, er soll jetzt hinten in die Ecke. Aber ich komme dann gleich wieder. Und dann kannst du schon mal einleiten. Er ist 35 Jahre alt. Wollen wir den Podcast aufs Klo verlagern? Alle stehen nebeneinander. Ich weiß nicht. Okay. Ich mache jetzt ohne Gregor die Überleitung zum Brotkasten. Das war der Spitzname für den Commodore 64, der das Licht der Welt erblickt hat. Ich nehme an, 1984 oder so, oder 1983. Er hat gesagt, vor 30 Jahren. Warum heißt er dann 64? Weil er 64 Kilobyte Speicher gehabt hat, die du aber gar nicht komplett nicht wusstest. Ich wusste es sogar. Du könntest über den Film Passenger reden und ich gehe in der Zeit auf Toilette. Oder über den Film Prometheus. Der jetzt ein Sequel bekommt dieses Jahr. Der furchtbar schlechte Alien-Spin-Off von Ridley Scott. Ah. Prometheus und Alien. Weil ich hatte kurz gehofft, er will über den Film reden und ich kann. Und er fand ihn gut und ich kann dann da dagegen reden, aber. Ich fand ihn jetzt nicht so schlecht, aber gut fand ich ihn auch nicht. Ja. Also Roman, wie machst du das, wenn du Leute hast, die du disziplinieren möchtest in deinem Podcast? Hast du da so eine Tröte, wo du da so ein Geräusch machen kannst und die sind dann ausgeblendet? Wir überbrüllen uns manchmal gegenseitig. Okay. Wie ziehen wir uns jetzt am besten aus der Atmosphäre? Aus der Atmosphäre? Na, jetzt kommt ja der Podcast. Das kann man machen über die Überleitung in den Etymologie-Podcast. Ich hatte ja früher immer eskaliert hier völlig. Etymologie-Ecke. Ja. Und darum als Beispiel. Okay, was ist Etymologie? Wortherkunftslehre. Okay, ja. Da hatten wir schon ein paar schöne Worte. Genau. Und ich habe jetzt gerade eine reingebracht, wie wir uns aus der Atmosphäre ziehen. Oder unserem Problem hier. Was ist das für eine Art von Phrase? Kennt ihr das? Sich aus der Atmosphäre zu ziehen? Also diese Falschverwendung eines Wortes. Verduften, ne? Nein, das ist ja nicht. Sich aus der Affäre ziehen. So sollte es eigentlich richtig heißen. Und wenn man in einer Phrase so ein Wort, das ähnlich klingt, aber eine andere Bedeutung hat, falsch eingesetzt, verwendet. Fremdwortschwäche. Zum Bleistift. Zum Bleistift, dann ist das ein Malapropismus. Malapropismus. Ja. Also sowas wie der hypochondrische Eid. Zum Beispiel. Mhm. Sehr schön. Gut verstanden. Zum Beispiel. Sehr schön agiert. Genau. Und schon wieder vergessen. Ja, und leider. Aber könnte ich schon gut brauchen. And it's gone. Wie hieß das nochmal? Und von Atmosphäre. Malapropismus. Malapropismus. Von sich aus der Atmosphäre ziehen. Willst du jetzt von sich aus der Atmosphäre ziehen, kannst du jetzt überleiten zu deiner Mondgeschichte. Ja, bitte, zur Mond. Wir wollen die Mondgeschichte hören. Da kommt keine Geschichte. War das alles? Ja, die Nachruf halt oder was auch immer. Es gibt einen Telefonisch-Artikel über 64. Genau, gibt es einen allzu viel dazu. Aber ich habe auch gelesen mit dem Astronauten, der jetzt gestorben ist. Und habe mich gebracht auf einen anderen Todesfall, den es ja auch gegeben hat, kurz vor Weihnachten oder nach Weihnachten. Carrie Fisher. Ja. Prinzessin Leda ist gestorben. Ja. Genau, richtig. Haben wir das nicht schon? Kann man alles digital regeln. Naja, hat aber. Haben Sie ja schon gesprochen? Ja, jetzt was. Genau, das war genau. Der Congress, Filmempfehlung zu dem Thema. Der Congress. Wo Robin Wright spielt sich selber als Schauspielerin, die ein bisschen in die 50er geht. Und ihr Agent, gespielt von Harvey Keitel, bietet ihr an, ich habe einen letzten Job für dich. Du stellst dich in so einer 3D-Kammer und wir nehmen dich einmal auf und du bist, also wird dann so du bist konserviert für alle. Und der zweite Teil des Films ist dann animiert, also man hat quasi dann, nur anschauen. Der Congress. The Congress. Okay. Guter Film zu dem Thema über die Vergänglichkeit von Schauspielern und ob man sie nicht aufheben sollte für die Zukunft. Und ich meine, diese Star Wars Geschichte ist ja da doch der erste Schritt dahin, also dieser Film ist irgendwie 5-6 Jahre alt. Ja, und passiert das noch Thema dazu, der Congress eigentlich auf einem Buch oder einer Geschichte von Stanislaw Lem, nämlich dem Meteorologischen Kongress. Und das ist ja überhaupt noch. Ich meine, die haben schon einiges in einer anderen Weise gedreht, aber der Film ist schön. Besonders auch dann die Animationsteil und so. Wobei, der Animationsteil danach geht ja irgendwie so in Kunst und da wird dann was anderes verhandelt, aber der erste Teil, also eigentlich sind es zwei Filme, die irgendwie zusammenhängen. Der erste Teil, wo es um diese Schauspielerin geht, die halt da sich eine Variante von sich selber spielt und aber eben älter wird. Aber wir wissen ja, dass Robin Wright gut im Geschäft ist. Also wir müssen uns keine Sorgen machen, dass sie und ihre Kinder verhungern bald. Also, obwohl sie so dünn.
habe schon Angst, dass sie verhungert. Ja, aber sie stillt ihre Kinder nicht mehr. Sie hat nur die Hollywood-Diät. Ja. Aber der Carrie Fisher, was ich noch gelesen habe, ich bin dann immer so gleich, ich gehe dann immer auf Wikipedia und dann schaue ich mir die Filmografie an und dann, okay, Carrie Fisher hat ihr erster Film war in den 70er Jahren zusammen mit Goldie Hawn und mit Warren Beatty in einer Komödie namens Shampoo, sicher ein schrecklicher Film, ich muss ihn mir jetzt mal anschauen. Aber was auch tragisch ist, dass ihre Mutter, also die haben nebeneinander gewohnt, also benachbart. Da gab es auch letztes Jahr eine HBO-Dokumentation. Die hatten kein unproblematisches Verhältnis, aber kommen auch irgendwie miteinander klar. Und die ist genau dann einen Tag danach gestorben. Die hatte ja also halt auch nur so. Hat die Hauptrolle gespielt in einem meiner absoluten Lieblingsfilme, Singing in the Rain. Ja, genau, die Mutter nämlich. Mhm, die Mutter. Hast du den Namen im Kopf? Debbie Reynolds. Ja. Debbie Reynolds. Genau. Und das dürfte ja auch so ein bisschen eine, die dürften so ein bisschen eine Judy Garland, Liza Minnelli Beziehung gehabt haben, weil sie ja auch irgendwie. Ja, also auf jeden Fall, die Carrie Fisher ist aufgewachsen im Rampenlicht. Ne? Also das gibt es halt viele, viele Negativbeispiele. Sie, was man aber auch sagen muss, ist, ich meine, sie hatte ihre Probleme und sie werden auch regelmäßig verarscht. Ich habe zwei so Roasts gesehen, so von Amateurgruppen auf YouTube über Star Wars, wo sie immer die Prinzessin Leia immer da verkokst und so. Mhm. Was natürlich auch jetzt irgendwie so retrospektiv betrachtet ganz interessant ist, wie sie damals porträtiert wurde. Aber Carrie Fisher hat war Autorin, erfolgreiche Autorin von Büchern und Drehbüchern, war hat ein paar doch noch erwähnenswerte Filmrollen gehabt und war jetzt irgendwie so von Oscars oder so nie der Superstar, den man sich so vorstellt, aber sie war gut im Geschäft und viele Leute, viele wirklich gute Leute sind halt eben hinter den Kulissen und sie war auch jemand, der gefragt wurde, wenn ein Skript zum Beispiel irgendwie überhaupt nicht funktioniert hat, ein Script-Doktor, dass sie drüber schaut, drüber liest, Input gibt, das war wofür sie sehr geschätzt wurde und was auch in jedem seriösen Nachruf noch erwähnt wurde, weil sie da wirklich auch teilweise bekannte Filme gerettet hat, wenn man so will, oder deutlich verbessert hat. Also man weiß natürlich nicht, was vorher drin stand, aber insofern auf jeden Fall eine multitalentierte Künstlerin und schade. Ja, ja, ja. Nicht nur wegen Star Wars, sondern generell. Ich habe mich beschäftigt. Wir ziehen uns aus der Atmosphäre. Der Horst war ja auch im Kongress. Ach, ja. Und du hast ja die Rakete da vorm Kongress das Maskottchen, stehen, ja. Sehen. Das Maskottchen, ja, die Fairy Dust. Ja. Also da vorm Kongress Center in Hamburg steht immer eine hübsch designte Rakete. Und einer der Besucher des Kongresses hat versucht, mit dieser Rakete nach Hause zu fliegen, ist aber dabei leider abgestürzt über einer karibischen Insel. Namens Puerto Partida. Mhm. Ah, es klingt bei niemandem hier. Okay. Nein, das klingt jetzt sehr wirr. Abgestürzt eben an der Küste der Insel Puerto Partida. Und die erste Person, die er getroffen hat, war ein Wissenschaftler, der in einem alten, hohlen Walfisch dort lebt, um sich dort vor einem Cyanobakterium sicher zu halten. Redest du jetzt von dem Spiel? Oder? Es wird immer wieder. Ich rede von einem Podcast, der Puerto Partida heißt, okay. Von dem auch eine Episode am Kongress aufgenommen worden ist. Dazu gibt es auch ein Video, das habe ich mir da letzte Woche angeschaut. Genau diese Geschichte, die ich erzählt habe, ist der Anfang dieser Episode. Mhm. Und in dieser Episode gibt es immer in jeder Episode gibt es die Stammbesetzung, das ist die Bevölkerung von Puerto Partida. Und dann gibt es immer einen Gast in der Episode, der macht die Rolle der Person, die gerade auf die Insel kommt und hat als Aufgabe mal zu überleben, prinzipiell. Und entweder von der Insel runterzukommen, das wäre eine erfolgreiche Beendigung, oder als Bürger der Insel anerkannt zu werden. Das sind die zwei Optionen, die man hat. Es ist eine Podcast-Spieleshow eigentlich, kann man sagen, oder? Ja, ich glaube, es gibt Hörspiel. Also es gibt einmal keinen Begriff dafür, weil sie sind, glaube ich, die Ersten, die sowas machen. Also ich kenne nichts Vergleichbares, aber es trifft es, was du genau beschreibst. Ja. Doch, ich hätte einen Vergleich. Eine deutsche Serie auf dem WDR, wo zwei
sozusagen einen Untermieter suchen. Jetzt habe ich vergessen. Zimmer frei gibt es nicht mehr. Ja, geht es nicht mehr, aber. Das ist jetzt eine Fernsehgeschichte von der Zeit. Ja, das war. Das ist rein Audio, diese Puerto Partida an und für sich. Diese eine Episode nicht, weil sie die eben am Kongress auch per Video dort aufgezeichnet haben und da auch lustig alles an Infrastruktur verwendet haben, was der Kongress so bietet. Also wie zum Beispiel die Seidenstraße, da kommt Rohrbus daher geflogen und sie verwenden das Mobilfunknetz, das es drinnen gibt und so weiter. Also sie binden dann auch richtig schön Sachen ein, sie binden noch ein paar Leute ein, die dort im Publikum sind und so weiter und erzeugen eine unheimlich gute Atmosphäre mit Soundeffekten, sodass man hin und wieder Lust hat, die Augen zuzumachen und es sich nicht anzuschauen, wenn man so einen guten Sound rüberkriegt, dass das eigentlich stört, dass man sieht, dass die da nur auf einer Bühne sitzen. Wenn man sieht, also man hört sozusagen richtig, wie der da jetzt an der Küste geht und die Wellen kommen herein und die zwei reden miteinander. Und man sieht aber, wie die da nur am Zettel sitzen, auf der Bühne sitzen und auf den Zettel schauen und den sozusagen als Spickzettel verwenden. Also es ist so halb Stehgreif, halb, es ist geskriptet, es ist ein bisschen wie ein Rollenspiel. Es gibt die unterschiedlichen Wege, in die die Sache gehen kann. Also ein Konzept, ein Teil des Konzeptes ist auch immer, dass drei Rätsel zu beantworten sind. Also es geht darum, dass man den Kandidaten auch ein bisschen zu diesen Rätseln hinlockt, dass der dann auch dort mitspielt, nicht, dass man kooperieren, sonst stirbt er halt auch wieder und so weiter. Ich finde es unheimlich gut gemacht. Ich bin ja überhaupt kein Rollenspielmensch, nicht, ich habe mir noch nie von Rollenspiel positiv reden gehört, aber diese Episode war echt gut. Hast du wie die Show aufgezeichnet wurde, hast du das im Sendezentrum damals mitgekriegt, live? Oder? Nein, ich bin zwar 5 Meter dahinter gesessen, aber ich habe es nicht mitgekriegt. Podcast-Onkel. Ich habe wahrscheinlich gerade das gemacht. Also in einer unserer ersten Folgen beim Happy Day Podcast, es muss noch im Jahr 2006 oder 2007 gewesen sein, da hat mich der Philipp auch im Rahmen eines Rollenspiels auf einer Insel ausgesetzt, von der ich entkommen musste. Da waren wir vielleicht sogar noch ein bisschen früher dran. kann man nachher. Und für morgen wollen wir einen Podcast aufnehmen, da habe ich ihm ein kleines Rollenspiel auch versprochen. Wir sind beide, oder ich bin ein bisschen rollenspielaffin, ich habe mal eine Zeit lang Pen & Paper gespielt, habe mich aber immer darüber echauffiert, dass das Regelwerk, ich habe ja nichts gegen kompliziert, aber dass es dann im Kampf selber zum Beispiel einem so im Weg herumsteht, man hat so schöne, erlebt so schöne Abenteuer und dann unter auf einmal steht, wer auch immer, ein Ork oder ein Magier, bla, für euch, der euch angreift und alle ziehen ihre Bücher heraus und so, und na, ich muss ja da würfeln und D6, aber ich habe ja einen kritischer Schaden, genau, aber ich kann ihn ja backstabben, weil ich habe das Feed, bla bla und so weiter, und dann zerstören die dir den Flow als genau, Spaß. Dann wird da viel herumdiskutiert und deswegen mache ich mir Philipp ab und zu, ganz selten machen wir das so, dass wir ein Rollenspiel einbauen, das quasi auf dem Vertrauen aufbaut, dass der Spielleiter im besten Sinne der du Story machst und Kämpfe total selber als Spielmeister. Genau, manchmal sage ich ihm, wenn er protestiert zum Beispiel, wenn er sagt, ja, aber ich wollte eigentlich darüber gehen und oder keine Ahnung, was auch immer, dann sage ich, eine Zahl zwischen 1 und 10 und dann sage ich, dann sage ich, okay, es geht leider trotzdem. Dann ist er beruhigt und die Geschichte kann weitergehen. Letzten Ansätze des Würfels. Zarte Andeutung. Showwürfel. Simuliert es. Aber das habe ich lustig gefunden, dass er auf einer Insel, auf einer Insel landet, weil das hat mich sehr stark daran erinnert. Abgekupfert. Ein Plagiat. Aber auch das habe ich mir nämlich für morgen vorgenommen, und das weiß ich aber nicht, ob ich da zeitlich und energetisch ehrlich gesagt dazukomme, aber ich würde wahnsinnig gerne natürlich dann das Rollenspiel mit einem entsprechenden Soundtrack hinterlegen. Aber das ist halt ein unverhältnismäßiger Aufwand im Vergleich zu einfach nur Podcasten und anderen. Also du kannst es kommerzialisieren irgendwie, ne? Außer ich kann es kommerzialisieren. Also als vielleicht auch coole Webseite, als Interaktiv oder so. Ja. Oder wieder für Game Master in Patreon, dann in weiterer Folge, wenn das wenn's gut läuft. Ja, als, genau. Als das mit den Kämpfen übrigens kann ich auch unterschreiben. Also, weil ist das, ist lästig. Es ist wahnsinnig lästig und besonders als Spielleiter. Man muss halt sehr konzentriert sein. Die Leute fordern natürlich zu Recht ihre Dinge. Ich bin einfach total ungeeignet. Ich bin ziemlich gut, wenn es darum geht, den Leuten eine schöne Geschichte zu erzählen, aber beim Kämpfen wäre ich dann total falsch. Lernen sie dir doch so. Ich habe erzählt davon, ich habe Feng Shui 2, dieses, was so Hongkonger Buddy-Movies oder Amigo-Wettbewerb-Movies abbildet. Also du bist so eine Polizeitruppe. Und die haben sich, weil das eben
eben so Martial Arts mäßig ist, eh Mühe gegeben, ein Kampfsystem zu machen mit nur 2 Sechserwürfeln und dass du halt schnell irgendwie deine Runden machst. Aber es ist trotzdem, selbst da, wo sie sich Mühe gegeben haben, also für mich als Spielleiter ist es schwierig. Besonders ich dann auch immer, also gerade beim Martial Arts ist halt noch die Schwierigkeit, auch immer einen lustigen Ausgang zu erzählen. Kann das nicht damit zusammenhängen, dass du als Spielleiter halt die ganze Zeit redest und dann wollen die Spieler halt auch einmal irgendwie recht haben oder aktiv sein? Oder, also ja, da, ja, generell ich als Spieler, also wenn ich spiele, macht mir das nichts aus, aber ich als Spieler kann ich das auch, kann ich meinen Hirnkasten irgendwie komplett ausschalten in Sachen Regel, ich würfel und bin dann aber nicht so ehrgeizig, dass ich mein Ding, wenn er sagt so, weiß nicht, Rollenspielname, dein rechter Arm fällt ab. Ja, okay. Ich weiß. Du akzeptierst. Ich bin da nicht, ich bin da echt so auf die Geschichte fixiert, dass mir jetzt außer, ich bin schon, selbst wenn ich sterbe, ist es mir, das ist nicht so schlimm. Ich bin sogar schon mal, habe ich es geschafft, 2-mal zu sterben in einer Partie. Also. Du hast gesagt, Kongressvideos. Du hast sicher noch mehr. Build your own NSA. Ja, das klingt gut. Kann ich brauchen? Zwei deutsche Journalisten haben eine Fake-Firma in Israel gegründet und als diese Firma versucht, kostenlose Samples von Metadaten zu bekommen, haben das auch geschafft. Sie haben natürlich besonderes Interesse daran gehabt, zu schauen, von deutschen Bürgern die Daten zu bekommen, haben das auch von rund 3 Millionen deutschen Bürgern bekommen und haben die dann analysiert, diese Daten, was man aus den Metadaten herausfinden kann. Und zwar konkret, was für Metadaten waren das? Das waren URLs, die in Browsern aufgerufen worden sind, und zwar ausschließlich das. Und es war verblüffend, zu lernen, inwieweit man wirklich die User daraus rücktracken konnte. Also es war möglich, ich glaube von den 3 Millionen knapp 300.000 persönlich zu identifizieren, nur aufgrund der URLs, die sie aufgerufen haben, bis hin zu einer Geschichte, wirklich von einem Polizisten seine komplette Adresse seiner Dienststelle und allem drum und dran, weil er hat sich mit Google Translate was übersetzen lassen im Google Translate Formular und dort auch praktischerweise sein eigenes Adressformular mit hineingepastet bei der Übersetzung und damit war das auch im URL drinnen und so weiter. Also man möchte nicht für möglich halten, was man mit URLs alles schon shared. Und dann war die spannende Frage, wie gibt es denn das jetzt eigentlich? Es waren auch deutsche Politiker dabei, es waren aus allen Bereichen Leute dabei. Wie ist denn das möglich, dass man so an solche Daten rankommt und dass die Firmen die Daten haben? Die Leute sind dann sicher nicht bereit, die deutsche Polizei wird dann nicht jetzt da fröhlich jetzt die Daten scheren, wie sind sie entstanden? Und die Hauptdatenquelle für diese Firma waren Browser-Plugins. Und das war die spannende Geschichte dahinter. Das heißt, du brauchst nur ein Browser-Plugin verbreiten? Du brauchst nur ein Browser-Plugin verbreiten und verseuchen, das Daten sammelt. Und über das kann dann genug kompromittiert werden. Wirklich, also das war ein großartiger Talk. Sowohl, wie sie es erklärt haben, die Arbeit, die die beiden geleistet haben, finde ich ganz toll. Die rechtlichen Aspekte kommen super raus. Es ist erschütternd, auf was man alles draufkommt, auf die Art und Weise, wie einfach, über wie wenige Datenpunkte man eine Person eindeutig identifizieren kann. Das ist auch ganz interessant. Also, wenn du eine Liste hast mit 20 unterschiedlichen Domains, die aufgerufen worden sind, hast du bei diesem Datensatz schon die Sicherheit gehabt, dass der User eindeutig identifiziert worden ist, wenn du noch einen zusätzlichen Request hast, der in den 20 drinnen ist. Also, weil das sozusagen so, du machst einen richtigen Fingerprint mit dem, was du machst im Internet. Nein, das war ein super Talk. Ein Talk, den ich das letzte Mal, glaube ich, auch empfohlen habe, letztes Jahr, ist Dieselgate, diesmal sozusagen die Fortsetzung. Was ist von VW-Abgasskandal? Ja, wobei mit VW hat das gar nicht mehr allzu viel zu tun. Das hat sich ja ausgeweitet auf einige andere Firmen, auch nicht nur aus dem VW-Konzern. Also das sind durchaus einige andere Konzerne auch. Mit ganz lustigen Geschichten, wie zum Beispiel, dass in den USA ja mittlerweile erste Gerichtsurteile auch dazu gibt. Und eines dieser Gerichtsurteile war zum Beispiel auch, dass die Firmen die Autos zurückkaufen müssen. Und es steht explizit dann auch drinnen, dass der Zustand egal ist von dem Auto. Also darf auch leichte Schäden haben und so weiter. Ne? Und manche haben dann das Auto komplett ausgeschlachtet und so zurückgegeben. Aber das ist nur jetzt eine lustige Randbemerkung für diese Erzählung. Es hat
mich sehr verwundert eigentlich, oder mir ist es jetzt halt wieder bewusst geworden, wie wenig es Konsequenzen es in Europa hat und in Österreich eigentlich gar keine. Die Autos fahren noch immer herum, die Gesetze haben sich nicht geändert, die Rückrufe sind nicht gemacht worden und was sie in Europa und insbesondere in Deutschland, aber genauso auch bei uns den Leuten verkauft haben, dass man mit einem Plastikteil für 2 Euro, was da zusätzlich eingebaut wird, eine bessere Verwirbelung erreicht vom Kraftstoffgemisch oder so, dass das dann so viel besser verbrennt, dass das ist vollkommener Unfug, wenn man das vergleicht mit dem, was die Nachrüstarbeiten in den USA sind, wo es nicht nur andere Software eingespielt wird, sondern auch mehrere Teile getauscht werden und so weiter. Also wir, zusammengefasst, wir europäischen Konsumenten lassen uns Länge mal Breite da verarschen von den Autokonzernen. Ich meine, da ist jetzt die, da muss man jetzt quasi EU-kritisch werden und dann wieder diese, ich möchte jetzt nicht Verschwörungstheorie nennen, aber dieses, dass Deutschland halt doch das dominierende Land in der EU ist und da wiederum diese Autokonzerne dranhängen. Ne? Also insofern ist ja auch, Österreich halt zuliefert für die Deutschen. Für die USA ist es jetzt gerade sehr opportun, weil sie ja in einen Protektionismus verfallen und ihre eigene Autoindustrie und so weiter. Also da geht es aber auch halt dann in ein anderes Extrem, nämlich da gibt es ja diesen VW-Manager, den sie da in Miami verhaftet haben, wo das potenzielle Strafmaß für den 169 Jahre sind. Also sehr akkumulativ in den USA, ne? Die Strafen nicht. Und da muss man halt schon auch sagen, das ist ja ein System, da kann ja keine einzelne Person dafür verantwortlich sein. Und selbst wenn er die Spitze dieses Systems wäre, ja, also eine Person dafür zu bestrafen, ist ja wirklich, wirklich heftig. Ne? Und noch dazu mit lebenslänglich de facto. Da sind die USA halt dann. Wenn du sagst, bei uns passiert gar nichts, und in den USA ist es vielleicht sogar ein bisschen in dem Einzelfall. Der ist dann wieder mit der Grundsicherungsregelung rausgekommen. Ja, aber sowas ist natürlich. Aber in Wahrheit ist die logische Konsequenz muss sein, eine Strafe in Milliardenhöhe. Der ist ja auch nicht. Also das, was ihm vorgeworfen wird, ist ja nicht, dass er die Manipulationen durchgeführt hätte, was er ja auch nicht hat, weil er in den Entwicklungsprozess gar nicht beteiligt war, sondern dem wird vorgeworfen, dass er es verschleiert hat und das hat er sehr wohl getan. Okay. Aber viele andere natürlich auch. Und, ja, klar. Es müssen hunderte Leute sein, ja, die daran beteiligt sind. Also insofern ist es ja, kannst du sie auch mit einem Mafia-Paragrafen bei uns anklagen, theoretisch. Am Anfang hat sie auch geheißen, Botsch hat keine Ahnung gehabt, beziehungsweise hat explizit klar deklariert, dass das wirklich nur für Testzyklen ist und nicht für die Abnahme und so weiter und nicht im Regelbetrieb verwendet werden darf, die Softwaresteuerung und so weiter. Aber es ist im Endeffekt dann auch klar rausgekommen, die haben mitgespielt einfach bei der Geschichte. Und das geht eben aus diesem Talkstation hervor, also Dieselgate a year later. Mhm. Weitere? Sehr gerne. Methodisch inkorrekt, was Unterhaltsames. Zwei Physiker, die in ihrem Podcast an und für sich über Physik Papers sprechen, ziehen auf dem Kongress eine Show ab, haben sie da auch wieder gemacht. Ja, sehr gerne. Methodisch inkorrekt. Ja, und ist eine 2-Stunden-Show, wo sie Sachen in der Luft fliegen lassen. Also im Prinzip die Experimente, die sie machen, sind langweilig. Die man sonst in der Schule macht, aber es ist mit Interaktion mit dem Publikum, das genau. Heißt ganz lustig. Wir haben es noch nicht ausprobiert, machen wir es trotzdem. Ja, also zum Beispiel CDs in die Mikrowelle und so weiter, genau. Also wenn du da Ideen brauchst. Ja genau, wenn du nicht weißt, was du mit den CDs machst. Ich habe ihn noch gebraucht. Hat kein CD-Laufwerk, aber eine Mikrowelle. Genau, ich nicht. Und da dreht sich's auch, nur zu langsam, deswegen hörst du nichts. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt auch schon erzählt habe. Plattentöller. Der nächste ist nicht öffentlich. Das ist eine Lesung über den NSA Untersuchungsausschuss, der in Deutschland stattgefunden hat. War das nicht die NSU-Show? Das ist nochmal was anderes. Ist was anderes. Ist was anderes, okay. Ja. Also wirklich NSA-Untersuchungsausschuss. Was heißt nicht öffentlich? Dort war es ja öffentlich. Es war öffentlich, aber dieser Untersuchungsausschuss war über weite Strecken nicht öffentlich. Und daher schwanken, sie switchen immer hin und her zwischen dem öffentlichen Teil und dem nicht öffentlichen Teil. Ah, okay. Und daher ist einer sozusagen nicht öffentlich, weil das sehr oft kommt, diese Phrase. Okay. Es war dort öffentlich und er ist auch öffentlich in dem Sinn, dass das Video aufgezeichnet worden ist und jeder kann es sich jetzt ganz öffentlich oder auch nicht öffentlich zu Hause ansehen.
Ach so, ich habe jetzt gerade befürchtet, er ist, du empfiehlst uns da jetzt etwas, was wir gar nicht anschauen können. Doch, ja, nicht absolut. Öffentlich. Ja, genau. Absolut, könnt ihr euch vollständig anschauen. Ah, okay. Es ist eine, immer als Lesung aufgezogen, wo unterschiedliche Rollen auftreten. Sehr gut gemacht, sehr gut. Andere Geschichte, nachdem ich jetzt schon sehr viel mit Sprache herumgespielt habe, ist es auch was mit Sprache, die Sprache der Populisten von Mara. Oh ja, genau. Schön. Absolut wieder empfehlenswert. Er hat sich eben vorgenommen, jetzt, wie Sprachverwendung sich im letzten Jahr, insbesondere in der Politik und in den Medien, entwickelt hat. Sehr, sehr spannende Geschichte. Macher macht ja auch diesen Lied-Podcast, wo es um die Themen gibt, aber der hat schon länger keine Folge mehr gemacht. Ah, ja. Den kann man auch so. Und dann hätte ich noch zwei Jahresrückblicke, auch sozusagen zwei Klassiker, die jedes Jahr stattfinden. Das eine ist der CCC-Jahresrückblick. Da nehmen die vier Sprecher von CCC Rückblick auf das Jahr, was der CCC alles gemacht hat. Auch wieder sehr gut, über zwei Stunden, teilweise vielleicht ein bisschen lang, aber trotzdem ganz gut. Ein bisschen schräger und kürzer ist der Nordjahresrückblick. Da haben die, glaube ich, nur kurz. Ja, das ist, glaube ich, nur eine Viertelstunde oder sowas. Ja, sie haben nur ganz wenig überzogen, wegen der TARDIS und dem Chunk. Die kommen auch vor. Ja. Ja. Achso, und wegen dem Konfetti. Dann habe ich noch einen Talk, der nichts mit CCC zu tun hat, aber mit unserer letzten Episode. Ich weiß nicht, ob wir es in der Episode oder erst nachher dann im Kreis besprochen haben. Wir haben uns über Signal unterhalten. Und eigentlich habe ich. Signal jetzt auch ganz fest, ne? Ja, genau. In der Episode war das noch. Ja. War auch in der Episode. Ja, wir haben, also es geht um diesen Messenger. Und ich habe eigentlich relativ wenig Ahnung von der Verschlüsselung von dem Ding gehabt. Und das hat sich jetzt gebessert, weil meine Freundin einen Talk gefunden hat, ja. Der heißt Axolotl erklärt von Max Bruckner und ist gehalten worden bei der Gulasch-Programmiernacht 2016. Das ist eine kleinere Veranstaltung vom CCC. Der Max Bruckner ist ein junger Student, von dem findet man fast nichts im Internet außer diesem Talk, aber der ist wirklich brillant. Erstens einmal schafft er es, sehr klar zu sprechen. Also jeder Satz ist komplett okay, ist aber nicht langatmig und im Kreis sich drehen, sondern bringt klar die Botschaft rüber. Und man braucht allerdings auch jeden Satz von ihm, weil jeder Satz hat auch Content. Also es gibt keine leeren Füllsätze. Und um diese Dichtheit von einer Stunde Vortrag da zu unterstützen, hat er sehr klare Folien auch, wo er eigentlich alles über Emoticons erklärt. Okay. Also ein öffentlicher Schlüssel von einer Person ist der Schlüssel, und es ist das Schlüssel-Emoticon und das Gesichts-Emoticon. Wenn es der geheime Schlüssel ist, dann ist es mit einem Sperrschloss dazu. Und das zieht er diesen ganzen Vortrag durch. Also der hat sicher, ich weiß nicht, 400-500 Emoticons in dem ganzen, also Emojis in diesem Vortrag da drinnen. Und die braucht man eigentlich auch, um folgen zu können. Aber es ist die beste Verwendung von Emojis, die ich bisher gesehen habe. Und der Talk ist echt großartig. Also die Grundlagen, wie dieses Axolotl funktioniert und auch zum Beispiel so im Prinzip die Hinleitung zu dem, was man jetzt gehört hat, die Geschichte, wo es geheißen hat, WhatsApp ist ja so unsicher. Das kann man eigentlich so gar nicht sagen, das ist bei Signal kaum anders gelöst, dieser eine konkrete Aspekt. Und wenn man das verstehen will... Signifikant anders gelöst eigentlich sogar. Also nicht anders, nicht gleich gelöst, sondern komplett anders. Die haben eine andere Herangehensweise. Der Header ist bei beiden nicht verschlüsselt. Das ist gleich bei beiden. Ja. Und das ist das, was kritisiert worden ist in den Artikeln drinnen. Ich habe nur gelesen, dass bei einem weiteren Senden der Nachricht, wenn sich der Schlüssel geändert hat, dass bei WhatsApp es so ist, wenn sich der Schlüssel ändert und der gerade nicht online war, wird es trotzdem gesendet. Bei Signal wird erstmal gesperrt. Und dann musst du erst selber sagen, ja, ich möchte es trotzdem senden. Das ist der Unterschied in der Implementierung zwischen den beiden. Das habt ihr vielleicht auch schon einmal gesehen. In Signal wird man hin und wieder mal gefragt, die Kommunikation zu User sowieso ist unterbrochen. Es muss eine neue Verschlüsselung aufgebaut werden. Immer nur beim Horst. Willst du das tun, ja oder nein? Und wer dann nicht zu dem User hingeht und mit ihm den Schlüssel, den öffentlichen Teil da vergleicht, der begibt sich genau auf das gleiche Unsicherheitsniveau, das WhatsApp gerade vorgeworfen worden ist. Und wer diese Hintergründe da verstehen will, schaut sich diesen Talk an und hat verstanden. Allerdings, solange sich der Schlüssel nicht ändert, ist es kein Problem. Das werde ich persönlich testen, ob ich das verstehe. Ja, bitte. Nein, wirklich, also der Typ ist echt super. Noch nicht angeschaut. Muss ich auf jeden Fall meiner Freundin zeigen. Ja.
Du hast noch einen vergessen, die Security Nightmares. Die haben wir noch nicht angeschaut. Ach so, die hast du noch nicht angeschaut. Okay. Hast du die schon geschaut? Ja, ja. Definitive Empfehlung. Es ist, war das nicht der Überbegriff über alle diese Folgen? Nein. Security Nightmares. Ja. Über alles, was dort am Kongress besprochen wird. Mit Frank Rieger und wie der zweite heißt, weiß ich nicht. Aber ja, auf jeden Fall wie immer empfehlenswert. Es ist, vielleicht war es letztes Jahr besser, aber ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Und für mich ist das eine reine Unterhaltung, wie die Nord Views. Für andere ist es tatsächlich ziemlich hoch vielleicht, ja. Also sie reden dann, sie haben irgendwann vor ein paar Jahren darüber geredet, mit über Bügeleisen mit WLAN-Funktionalität und machen halt einen Rückblick. Wie war es vor 10 Jahren? Was haben wir so angekündigt? Ist es inzwischen da? Und wirklich Security Nightmare ist das Thema. Und sie haben natürlich auch gesagt, deinstalliert eure Virensoftware. Ja. Ah, also meine Empfehlung hat es. Sag schön, ihr jetzt aber lange. Ich nicht. Ich bin nicht so Anti-Virus-Software. Stimmt, die Virensoftware sollte man. Ja, die Antivirensoftware ist gemeint, die sollte man deinstallieren. Okay. Das ist nämlich das Haupteinfallstor der Zukunft. Eigentlich jetzt schon. Und Adblocker installieren. Das ist auch ein gutes Sicherheitsmaßnahmen. Aber nicht die installieren, sondern nur U-Installieren. Aber das ist ja dann wiederum ein Browser-Plugin. Absolut. Ja, deswegen jetzt bin ich da, aber nur unschlüssig. Eines, den man verlässt. Der Adblock ist es ja auch diskutabel. Ja, okay. Gerade dieser Adblock und diese Dinge da. Ja, okay. Also ich empfehle U-Block Origin. Yep. Der ich unterschreibe das Empfehlung. Ja. So. Frage, großen Eindruck gemacht mit meinem So. Schlecht. Und den müssen wir noch verwerten. Du schaust nein, so. Ich will, nein, weil ich schon die Haube so gut. Nein, ich will was über Alaska hören auf jeden Fall als nächstes. Und dann nichts über Walzer hören, oder? Der war unhörbar, glaube ich. Also, stimmt. Ja. Gut. Ich lasse dir den Vortritt. Ja. Das ist sehr nett. Ja, ich habe in meinem unendlichen Quest, der zumindest in der ersten Jahreshälfte nur österreichische Sachen zu schauen. Meine Hollywood-Diät. Bin ich letztens vor dem Problem gestanden, kurzer Exkurs. Mir war furchtbar langweilig und ich habe schon Netflix aufgemacht und nein, du darfst nicht. Man ist ja mal 20. Jänner und du warst beim österreichischen Film schon durch. Naja, aber es ist halt ein bisschen eine Überwindung. Ne? Meine Vorurteile sind noch nicht abgebaut und dann habe ich mir beschlossen, warum nicht der Doku? Ja, lern was, Trottel. Und zuerst habe ich mir gedacht, ich habe früher gerne gesehen, diese ORF-Sendung Newton, kennst du die? Wo ich mir dachte, okay, das ist irgendwie fürs Massenpublikum und also für mich, fürs Trottelvolk irgendwie verdaulich. Gab es aber nicht auf Flimit. Und das Schöne ist, vor ein paar Tagen ist es auf Flimit plötzlich alles verfügbar, alle Newton-Folgen. Yes, in Zukunft keine Langeweile mehr. Und dann habe ich mir gedacht, okay, schau dir halt irgendwo an und dann bin ich auf Earth's Golden Playground gestoßen. Eine Dokumentation von einem Salzburger namens Andreas Horvath, der das komplett in Eigenregie immer Dokumentarfilme macht. Und Alaska muss ich ein bisschen relativieren. Es geht um das Yukon-Gebiet. Und das Yukon-Gebiet ist riesengroß und der größte Teil dieses Gebiets ist British Columbia, Kanada und ein Teil ist in Alaska und ein Teil ist noch da im Süden, also Süden von Kanada, was der Norden der USA ist. Es geht um das moderne Goldschürfen dort. Also ich weiß nicht, ob ihr Lucky Luke gelesen habt und so, wie das da ist. Blizzards und die Leute frieren und diese Schneeberg, wo die Reihe der Goldsucher auf dem Weg zum Glück und dann stürzen immer welche zur Seite und da gibt es wunderbare historische Fotos und so. Und das ist ein moderner Goldbau. Man sieht auch irgendwie so Goldschürfen. Man sieht übrigens auch drei Größenkategorien, drei Geschichten erzählt über einen Typen, der wirklich mit der Schaufel ein Loch grabt. Wirklich, ja, und dann wäscht mit der Wanne über einen großen Konzern und dazwischen so ein Mittelunternehmer, der ganz viel mit Baggern und einer großen, alten. Also er sagt in die Kamera oder zum Regisseur, diese Maschine ist älter als du, also kann ich ungefähr davon ausgehen, dass die 40 Jahre alt ist oder so, die das Gold automatisch wäscht. Und dann kriegt er so ein kleines Häufchen. Ich zeige jetzt gerade mit meinen zwei Händen, mache ich so eine Trinkmulde und das ist so das Häufchen Gold, was dann rausgekommen ist, nachdem der Konzern hat vorher gesagt, sie müssen eine Tonne Gestein für 1 Gramm Gold bewegen.
Und die, das glaube ich den, diesen Mittelunternehmer, der da mit 4 Leuten und 3 Baggern das tatsächlich tut. Mhm. Und dann geht er das Gold verkaufen und hat so ein, also so ein völlig gewaschenes und so ein kleines Plastikdöschen, denkt an so eine Pillendose oder so, mhm, ungefähr so viel Gold. Verkauft er dann, ne? $12,000. Geht so ein kleiner Trailer auf einem Parkplatz. So wie du bei uns Feuerwerk gekauft hättest, verkaufen die dort Gold. Also es ist wirklich eine tolle Geschichte, tolle Landschaft, Winter, wie das dort ist, wie das funktioniert, einen Claim abstecken. Großartiger Dokumentarfilm, möchte ich nur empfehlen. Es ist wirklich von der Maschinerie für Technik jetzt nicht so spannend, außer diese Goldwaschmaschine, der Rest sind immer Bagger, beziehungsweise Schaufeln. Und die großen Firmen, der große Konzern erklärt auch, wie sie das machen, dass sie nämlich alle 25 Meter ein Bohrloch setzen und dann kommt da so, also irgendwie in, was war das, 400 Metern Tiefe oder was auch immer, und dann holen die aus dem Rohr, das ist hohl, also und das Gestein halt heraus und mhm, schicken das dann ins Labor, mhm, und dann machen sie halt alle 25 Meter ein Loch für 3 Kilometer oder so. Mhm. Ja, also es ist eine Riesenoperation und das sind alles Kerle halt in der Natur und es ist wirklich so ein bisschen... Ist von der Natur nachher noch was übrig, nachdem wir die am Bagger da gewütet haben? Naja, das Gebiet ist so riesig, tatsächlich, dass das schaut schon ein bisschen bösartig aus, was diese mittlere Firma da mit ihren 3 Baggern macht, weil die so quasi so eine riesen Schneise machen und halt wirklich, der kleine Goldschürfer hat eine Schaufel und geht dann zu einer Pfütze oder zu einem Loch im vereisten See und schwemmt dann mit der Hand raus und die anderen machen das halt, was er mit der Schaufel macht, machen die mit der Baggerschaufel. Also das ist so die Skalierung, ja, des Ganzen. Und ja, es ist halt... War ganz eine spannende Doku. Du wurdest gut unterhalten. Ich wurde gut unterhalten, habe ein bisschen gelernt und auch völlig faszinierend. Und man kriegt irgendwie sofort den, also dieses Goldrausch-Feeling, ja, weil ich natürlich keinerlei Bezug zu haben. Man möchte irgendwie. Ich glaube, du brauchst mehr, das gibt es auch auf D-Max so als Serie. Ja, da gibt es. Goldrush, nein, oder? Ich weiß, was du meinst, mir fällt der Titel nicht ein. Es gibt auch ein oder zwei tatsächliche Serien, eine davon mit dem einen Typen von Game of Thrones. Und also Spielserien? Ja, so eine Miniserie, die heißt EUCON oder so. Okay, und dann gibt es natürlich Deadwood, empfehle ich auch immer wieder. Also, ach ja, Deadwood, das habe ich gesehen. Klasse, ja. Aber das geht's nicht. Ja. Und das ist einfach das Moderne einfach. Also, trotzdem, aber die Geräte haben sich jetzt nicht geändert. Ich meine, natürlich ist ein Bagger effizienter als 10 Männer, aber im Prinzip ist es ja das Gleiche. Ja? Und nicht irgendwie die Technik hat sich nicht geändert und Hundeschlitten weiterhin und Schneemobile. Also das Gold, all diese Dinge. Die Goldgräberei ist abgeleitet vom Lucky Luke, um auch noch durchaus rauszuerkennen. Ja, irgendwie schon. Also es ist, und es war noch die Geschichte, also ich fand es fast schade, dass die Geschichte dieser Männer, also nur Männer in dem ganzen Ding, eine Verkäuferin kommt von, waren irgendwie zu schnell zu Ende. Ich hätte gerne noch mehr, ich würde gerne eine Fortsetzung von diesem Dokumentarfilm. Wirklich toll. Earth's Golden Playground, Andreas Horvath auf Flimit verfügbar und ja. Ist es halbwegs aktuell oder? 2013. Ja. Und die gefilmt, also es wird ein konkretes Datum im Film genannt, er geht nämlich seinen Claim eintragen, einer von den Protagonisten, das macht er am 1. April 2012, also man sieht ein konkretes Datum, wo er gedreht hat, und er dürfte, man sieht aber auch die Schneeschmelze und so, also es ist schon über das ganze Jahr 2012, Anfang 2013 und so. Und der Film hat auch einige Festivalpreise gewonnen und so. Und was mich halt beeindruckt hat, relativ wenig Förderungen, ein Mann-Unternehmen, tolles Thema, und in seiner Filmografie ganz ja, lauter spannende Themen. Guter Mann. Kann ich nur filmen. Sie hat auch ganz alleine rübergefahren mit einer Kamera und hat selbst gefilmt. Schaut fast so aus, ja. Also wenn, machen sie maximal zu zweit. Aber ich glaube schon, dass das ein... Weil er fährt auch immer am Schneemobil mit oder so. Also er dürfte irgendwie so die Kamera halten mit irgendeinem Gimbal und dann sitzt er hinten drauf und filmt mal nach vorne und dann so schräg rauf. Aber es sind dann auch so Sachen wie, was man bei... Er steigt dann aus dem Auto, positioniert die Kamera und das Auto kommt und fährt auf den Parkplatz.
Also das ist ja natürlich Dokumentarfilm, da muss man schon immer mitdenken, das hat er jetzt schon abgesprochen. Aber es ist ja nicht verfälscht, weil er wäre ja so oder so auf dem Parkplatz gefahren. Ja. Und die 300 Kilometer oder die 50 Kilometer vorher ist er halt am Beifahrersitz gesessen und hat geplaudert und dann ist er halt ausgestiegen, vorgegangen oder und das hat den Schwung auf dem Parkplatz nochmal gemacht. Ja. Also sowas muss man schon mitdenken, wenn man so Dokumentarfilme sieht. Also ein bisschen was muss man inszenieren, unter Anführungszeichen. Mhm. Aber ja. Und auch ein paar kleine Tieraufnahmen gibt es auch. Also dürfte irgendein Bär ist ihm einmal über den Weg gelaufen und ganz lieb. Und ein Fuchs, der da so im Schnee herumliegt und so. Also Natur gibt es auch ein bisschen und die Landschaft ist halt wirklich super. Und ja, es ist. Wie ist jetzt der Status deiner Hollywood-Diät? Was meinst du? Also ich muss dann nach wie vor nur österreichischen Film schauen. Nur österreichischen Film, ich war ja Kino und Filme halt, ja, es ist nicht immer einfach. Aber ja, bis erstes Halbjahr auf jeden Fall, wird es auf jeden Fall durchgezogen. Ja. Ja, klingt cool. Earth's Golden Playground. Earth's Golden Playground. Weil du erwähnt hast, Landschaft, beeindruckend und so, fällt mir zu dem Thema noch ein Werner Herzog. Encounters at the End of the World, das jemand von euch gesehen? Auf einen, gute Frage, ob jetzt am Nordpol oder Südpol, aber es war eine sehr heißige Leidenschaft. Am Ende der Welt. Sehr kompetent, kann ich nicht Pinguine oder Eisbären vollkommen? Pinguine. Pinguine. Südpol. Südpol. Sehr gut, danke, Geräte. Oder Schimpol. Oder Schimpol. Oder Schimpol. Argentinien. Wo er halt mit Leuten redet, die dort bei einer Station sind und arbeiten, im Forscherteam, auch verschiedene Leute. Und weil du gemeint hast, beeindruckende Landschaft und so, hat man dort auch. Und auch ihm sind Tiere begegnet, das sind Pinguin oder so. Das sind dann aber dann Werner Herzog-mäßig weniger freundlichere Abhandlungen oder solche Sachen. Also es ist dann eher so, er findet so einen Pinguin, der sich von der Herde entfernt irgendwie. Das ist dann eher so ein trauriger Werner Herzog-Monolog, dass dieser arme Pinguin leider wahnsinnig geworden ist und dann ja, irgendwie gezwungen ist, da jetzt sich zu entfernen, zu sterben. Aber wie gesagt, wenn man Werner Herzog ist gerade in Wien. Es gibt nämlich im Film vom Filmarchiv im Metro Kino eine Retrospektive mit über. Das habe ich gehört. Ja, also ich weiß nicht, ob er noch da ist. Auf jeden Fall gab es Filmarchiv Live Video mit ihm. Kann man sich anschauen. Bühnengespräch. Alles. Ich glaube so richtig viel. Okay, cool. Fitzgeraldo natürlich ein Traum. Ja, Fitzgeraldo immer sehenswert. Na, schön. Aber cool. Musik, ja. Super Überleitung. Ach, ja, genau. Richtig. Ich habe es dann gebracht, in Wien mich aus dem Haus rauszubewegen, obwohl es kalt war, weil ich wurde über Facebook eingeladen zum Silent Waltz Dancing in der Herrengasse. Und das funktioniert so, man geht in die Herrengasse und da haben die Wiener Tanzschulen, glaube ich, mit der Wiener Wirtschaftskammer zusammen ein Silent Dancing veranstaltet. Das heißt, es steht dort ein riesiger Ö3-Lastwagen, der Kopfhörer verteilt gegen 10 Euro Einsatz. Den setzt man sich auf und dann hat man urviel Walzermusik im Kopf. Ah, man und hört also doch was. Also so wie Silent Disco. Das ganz genau, auch. Ja. Und war der erste Silent Waltz. Und Kopfhörer um 10 Euro ist eigentlich okay. Nein, nicht das kaufen. War Einsatz. Die hast du wieder zurückgekriegt. Naja, dann behalten kann. Hängt vom Kopfhörer ab, ob das okay ist. Also ich glaube, der Kopfhörer war mehr wert als 10 Euro. Ja? Das war so ein Funk-Kopfhörer. Also das war ziemlich geben Sie mir gut. Noch einen, bitte. Und ja, also und ja, und dann waren auch so von der Tanzschule, also Tanzlehrer und ich glaube auch einige Tanzschüler haben es da gehabt, dass halt immer genug Leute da sind, die Touristen auch auffordern zum Tanzen und war sehr nett. Ich habe sogar so eine Quadrille getanzt, also wo so der Tanzlehrer militärmäßig Kommandos gibt. Also du wirst da einen Facebook-Aufruf zum Silent Waltz in der Herrengasse. Silent Waltz, ja, und ich habe es sehr lustig gefunden, obwohl geregnet und geschneit hat und kalt war und so, aber man hat halt die Winterkleidung an und diese Kopfhörer und macht da die Hüpfbewegungen und freut sich und auch die Touristen, die hast dort waren. Hast du eine Tanzbiografie? Das habe ich dich eigentlich noch mal gefragt. Hast du eine Tanzbiografie? Ja, ich tanze sehr gerne, ja. Cool. Hast du auch so richtig gelernt? Ich war mal in der Tanzschule. Welche? Weißt, darf man das fragen? Ich war in der Tanzschule Hochstädtner. Ah, du auch. Ja. Ah, so witzig. Okay. Ja. Ja, und ja, war nett. Ja. Was wusste ich nicht? Ich
glaube, ich habe mehrere solche Abzeichen gemacht, aber ich bin hauptsächlich so gerade immer hingegangen. Da gibt es auch so Silber und Bronze, Silber, Gold, Goldstar und alles turniert. Bei Gold schlägst du einen Tanzpartner K.O. noch bevor er bei dir ist. Keine Chance. Und was ich feststellen kann, der Unterschied zum Ball vom Silent Dancing, also der große Vorteil ist, man geht einfach an einer Fußgängerzone vorbei im Winter und kann direkt Walzermusik und tanzen, ohne dass man sich jetzt sackeln muss wie am Ball und Eintritt zahlen und freinehmen. Und der Nachteil ist die Qualität der Tanzpartner. Also wenn man sich irgendeine Touristin jetzt auffordert, weiß die meistens nicht genau, was man mit ihr fährt. Und das andere ist, wenn es dann schneller wird, und also man, speziell beim Walzertanzen, und du hast zwar deine Winterkleidung an, wird da halt sehr heiß. Und dann, die Bewegung ja auch. Ja, es ist einfach so, wenn du in der Winterkleidung herumrennst. Und dadurch ist es dann körperlich halt, also habe ich dann auch ein paar Mal nur zugeschaut, weil es mir einfach zu viel war. Und sie haben dann aber genialerweise auch Schwedenbomben verteilt. Die kühlen wieder. Nein, das ist nur für einen Energieausgleich. Nein, ja. Okay. Wie lange gerade so? Warst du von Anfang bis Ende? Oder? Nein, ich war eine Stunde, also es war gleich von 15 bis 17 Uhr. Okay. Und ich war sicher über eine Stunde dort. Ja. Und dann ist es noch, weiter. Und da fordert man noch Touristinnen auf, die keine Kopfhörer auf dem Kopf haben. Oder? Nein, ja, das kannst du auch machen, aber wir wissen dann halt noch weniger, was du von ihnen willst. Aber Da sehr viele Touristen dort waren, die dann auch sich Kopfhörer ausgeborgt haben und einfach nur zugeschaut haben, war das kein Problem, jemanden zu finden zum Tanzen. War sehr nett. Also das Einzige, was ich dann halt gemerkt habe, ist, dass halt in Winterkleidung tanzen nicht jedermanns Sache ist. Aber so von der Idee habe ich es irrsinnig lieb gefunden. Speziell, was mich dann natürlich sehr getaugt hat, ist, dass ein Stück Straße autofrei ist und dass man halt wirklich die Straße für die Fußgänger fürs Leben benutzt. Das sollten sie mal im Sommer machen. Ja, ich habe auch gefunden, dass gerade in Wien gehört, das jeden Tag machen, dass die Touristen da Walzer tanzen dürfen. Ich möchte gerade, da haben sie die Herrengasse nicht eh teilweise umgebaut zur Begegnungszone, oder war das eine andere Gasse in Wien? Die Herrengasse? Wüsste ich jetzt nicht. Projekt war im ersten Ort, kann, also auch eine Begegnungszone. War das vom Michaela-Platz zum Graben, die genau Gasse? Genau, das war das. Ja, also die nächste dann. Das ist nicht die Herrengasse. Das ist nicht die Herrengasse. Die Buchlaubenverlängerung. Ist die Herrengasse. Ist das noch Herrengasse? Die kann nein, die Herrengasse haben es umgebaut. Jetzt. Ja, also. Doch, die Herrengasse ist die von der Freiung zum Michaela-Dorf führt, am Café Zentral vorbei. Genau, aber ich meine die nächste, auf der anderen Seite vom Zentral, nicht vom Zentral, sondern vom Rinnsteidl ist das dort, am Eck am Michaela-Platz. Auf der anderen Seite vom Rinnsteidl, die dann zum Graben geht. Ja, das ist die Verlängerung von der Tuchlauben, aber ich weiß, ist das nicht die Tuchlauben? Ja, genau. Ich glaube, ja, könnte das, ja, genau. Was ist ja Geografie? Die ist aber Fußgängerzone. Man hat aber in Wien auch ganz sich aufsacken können und viel Geld zahlen können und trotzdem draußen stehen können. Beim WU-Ball nämlich. Das große Spaß-Event. Nein, aber sie haben totally overbooked. Ah. Großer Witz halt, dass die WUler alle nicht rechnen können. Große Häme und die ÖVP-geführte ÖH. Nein, ich habe nur gelacht darüber. Also, das war halt eins von den. Sie schon 1600 mehr Karten verkauft als sie. Ja, das dürfte ein bisschen überzogen sein, aber. Also, sie haben wirklich geschafft, die Hofburg zu überbuchen? Nein, sie haben zu viel Karten verkauft und die Burghauptmannschaft, Polizei also, hat dann gezählt und gesagt, wir haben nur feuerpolizeilich und stopp. Okay, ja. Und dann sind aber wirklich hunderte Leute draußen gestanden. Und war absolut, gab es natürlich. Und ist das rausgekommen? Haben sie das absichtlich gemacht oder ist einem da was passiert? Gesagt haben sie haben es natürlich, ist ihnen was passiert, aber so richtig detailliert haben sie das ist nicht rausgekommen. Nein, also. Ich meine, 600 Leute schon. Weil ich meine, ein paar 200 Karten mehr verkaufen oder so, weißt du, es kommen dann welche nicht. Und manche, vielleicht irgendwie Professoren oder so. Es gab da noch Androhungen von der Polizei, das ganze Veranstaltung zu räumen, weil sie hoffnungslos überfüllt wäre im Eingangsbereich. So. Der Eingangsbereich wird. Die Leute, die halt es gibt eh genug Fotos und nur kleine Videos, also es ist eh. Und. Genial. Fluggesellschaften machen das ja immer. 5% überbuchen ist kein Problem. Das waren aber 50% eher, ne? Ja, ja. Aber die dann den Flieger nicht bekommen, bekommen einen Gutschein über, was sind das, 120 € oder sowas. Ja, das wäre doch ein Vorschlag.
Wie Uber ist genau ist dann in Zukunft eine Fluggesellschaft. Fliegst raus. Du kriegst eine gratis Prüfungsbestand. Also, das wären die meisten, glaube ich, lieber. Also überhaupt der Social Media Häme diese Woche. Heute Erwin Bröll, auch wieder die herrlichsten Sachen gesehen. Wirklich toll. Tolle Sachen. Ja. Das Internet arbeitet sich. Haben sich ja die ÖVP Niederösterreicher generell schon sehr blamiert seit dieser Falter-Geschichte. Wird sofort Fake News geschrien, wie der beste Trump. Und dann, da haben sie ja schon ganz viel abbekommen und das war jetzt der Höhepunkt des Ganzen. Besten haben mir gefallen die Mick Leitner war schon beim Friseur-Memes und sie mit dem Haarkranz sich schneiden hat lassen. Das ist sehr schön. Was in Niederösterreich die Landesfrisur? Für unsere Landeshörer, der Landeshauptmann von Niederösterreich ist zurückgetreten. Und hat eine seit 25 Jahren Landeshauptmann. Oder angedreht, ja. Er wird nicht mehr kandidieren beim Parteitag im März, ja. Und Landeshauptmann-Dämmerung. Also, dass es in Deutschland der Ministerpräsident ist und der hat auch eine sehr markante Frisur des Landeshauptmanns Kranzerl oder so. Und als Niederösterreicher ist man natürlich betroffen, weil ich meine, ich habe 3 Jahre meines Lebens ohne Erwin Bröll als Landeshauptmann verbracht. Insofern ist das ja beeindruckend. Aber das mit der Frisur kann ich auch als Niederösterreicher. Ich kann euch zur Passengers rezensieren, wenn Sie das wollt. Ich habe noch Live-Kultur letzte Woche gesehen. Ja. Okay, ich war letzte Woche im Radiokulturhaus und habe mir dort. Was habe ich mir eigentlich angeschaut? Eine Kunstperformance. Doch, live! Eine Kunstperformance. Ich versuche es gerade in Worte zu fassen. Es war eine. Und dazu gleich vielleicht mal vorab, bevor ich darüber erzähle, Transparenz hinweist, da hat mein Bruder mitgemacht, deswegen habe ich es mir auch angeschaut. Und das war eine Dreierprodukt. Also, drei Hauptverantwortliche, nämlich mein Bruder, der Karl, der hat den Videoteil gemacht, dann gab es einen Teil mit Schauspielern und Regie dazu, das hat der Gerhard Fresacher gemacht, der ist ein Kärntner, der malt und führt eben Theaterregie und der Frontmann, fällt mir der Name nicht ein, der Bürgerliche, aber der Frontmann der Band Naked Lunch, der hat den musikalischen Teil dazu gestaltet. Dünnes Eis. Auf jeden Fall, ich habe mir das wurde eingeladen und habe mir das angeschaut, war zuerst mal sehr beeindruckt durch den Saal vom Radiokulturhaus. Ist eigentlich ein ziemlich fetter, hübscher Saal, so ein 60er, 70er Jahre Stil. Das war schon sehr schön. Und vorweggeschickt, wir sind ein bisschen zu spät gekommen, weil wir waren eigentlich schon an der Garderobe, wo uns dann mitgeteilt wurde, dass es die Karten draußen zu kaufen gibt im ORF-Shop. Deswegen mussten wir uns nochmal rauslaufen aus dem Ganzen und sind halt 5 Minuten zu spät gekommen. Was insofern spannend war, weil beim Reingehen hat uns schon die Platzanweiserin gesagt, ja, ich kann euch natürlich sagen, wo eure Plätze sind, aber es wird euch wahrscheinlich nicht viel nützen, weil ihr werdet wahrscheinlich umgesetzt werden vom Stück oder vom Regisseur. Und dann sind wir reingekommen und tatsächlich waren wir in den hinteren Reihen, nicht alleine, sondern da war ein 30-köpfiger Chor, also jetzt summa summarum 30 Köpfe, ein großer Chor hinten aufgestellt, sozusagen ein Beschwerdechor, der schon gesungen hat. Und das war schon mal ein ziemlich guter Einstieg in dieses kuriose Ding, weil ich wusste jetzt auch nicht, gehört das jetzt dazu? Mitsingen, hinsetzen, also ich war am Anfang ein bisschen, aber im positiven Sinne überfordert. Und das Stück ist ja kein Stück, es basiert auf Texten von Franz Kafka, heißt Traum und Albtraum, ein Nightmare. Und war eben eine Kombination. 5 Schauspieler haben Textpassagen gelesen aus diesem Kafka-Text. Es gab eine Videoprojektion dazu, eben das thematisch dazu passend oder landschaftlich solche Sachen gezeigt hat. Es hat im Hintergrund jemanden gegeben, der hat die ganze Zeit Schnaps getrunken und T-Shirts gebügelt mit bedenklichen Aufdrucken. Dann hat es diesen Beschwerechor gegeben, den ich eigentlich ziemlich geil fand, der sich teilweise unter die Reihen gemischt hat, vorne gestanden ist, hinten gestanden ist. Und weißt du zufällig, es gibt nämlich einen Wiener Beschwerdechor. Ob das der war, das kann ich dir leider nicht sagen. Okay, ich weiß noch, also eine der ersten Sachen, die der Beschwerdechor, wir haben uns hingesetzt und hinter uns aber direkt war der Beschwerdechor und der Gerhard Fresacher, der arbeitet
auch so, dass er Regie während des Stückes hat. Er hat gesagt, so Chor nach hinten, Schauspieler lauter, da bitte rübergehen und so. Und setzt sich auch einmal irgendwie vor dir und schaut sich das an und dann springt er halt wieder auf irgendwie. Und wir hatten den Beschwerdechor direkt hinter uns und die Regieanweisung war Seufzen oder Hauchen, so eine Kombination. Ja. Und vorne war immer so gerade so bedrohlicher Text von Kafka und so irgendwie so die Performance. Und hinter wurde so ins Genick gehaucht. Und es war wirklich körperlich, es war Wahnsinn. Also 4D-Kino, alles dort. Irgendwie. Also da werden alle Sinne stimuliert. Und das ist halt so Kunst-Performance, das muss man aushalten. Teilweise ist es auch absichtlich unerträglich. Also es gibt dann immer so Zwischenhöhepunkte, wo einfach der Sound, das ist ja sind wir auf jeden Fall auch Live-Musiker gehabt, das wurde auf jeden Fall Klavier gespielt und Cello oder Kontrabass, das weiß ich nicht, das kann ich nicht mehr rekonstruieren, eins von den beiden. Also das waren Kafka. Schlagzeug und E-Gitarre hat es auch gegeben, so war das. Und es waren Texte von Kafka und das alles ein Kuddelmuddel an Performance. Was ich angenehm fand, wo ich mich immer ein bisschen fürchte, wenn bei so Performancen, wenn man selber als Zuschauer eingebaut wird, war aber nicht so. Nur ganz sagen, also eine Schauspielerin ist durchgegangen mit einem Handy und hat Leute gefragt, ob sie ob ihr geholfen werden kann von den Leuten irgendwie. Aber das war jetzt schon das Maximalste. Man musste jetzt dann nicht irgendwie aufspringen und selber einbezogen Stück und auf die Bühne geschleift. Und man muss ihm zugute halten, es war relativ kurzweilig. Ich glaube, ich weiß, jetzt kann ich nicht schwören, aber ich glaube, nach einem Viertel oder eineinhalb Stunden war es vorbei. Und das fand ich für so etwas, wo man so 1000 Eindrücke hat, war zusammen mit dem Tempowechsel, weil man sich dann immer an einen anderen Teil der Bühne und der Leute, die da sind, irgendwie abarbeiten kann, schautechnisch, war es in Ordnung, war sehr gut. Aber ich muss gleich vorausschicken, wie gesagt, sehr geschmäcklerisch. Ich glaube, sie führen diese Performance noch auf in der Garage X, wobei ich mich frage mit dem Chor, ob das auch dann wirklich dabei ist, weil die Garage X ist schon wesentlich kleiner als der Saal. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Es ist auch wirklich Special Interest, ist ja wirklich so Kunst. Ja, du würdest gut unterhalten. Ich fand es geil, ja. Ich fand's gut. Aber ich muss ja auch vorausschicken, wo damit gearbeitet wird, natürlich auch höchst parteiisch. Vorhin. Ja. Ich will jetzt nicht klugscheißen mit einem Cellisten am Tisch, aber der Größenunterschied zwischen einem Cello und einem Kontrabass ist doch signifikant, oder? Weil du sagst, du hast es nicht gewusst, was. Weil wenn du eine Viola da Gamba und ein Cello nicht auseinanderhalten kannst, oder? Ich meine, größenmäßig. Ist der Cello nicht auch so ein Aufsteher? Ja, aber man sitzt, der Kontrabass ist so wirklich mannsgroß. Ja, dann war es ein Kontrabass, kann ich im Nachhinein. Wenn das kleinere das Cello ist. Ja, also ich weiß nicht, oder? Ja, das habe ich jetzt. Tut mir leid, gibt es ein Steh-Cello, wo man steht? Nein, man kann es wohl auch im Stehen spielen, aber nur wenn man mit einem Heavy-Metal-Sänger auf der Bühne steht. Aber ein formtechnisch signifikanter Unterschied zwischen Kontrabass und Violoncello sind die abfallenden Schultern beim Kontrabass, weil nämlich der Kontrabass nicht in die Familie der Violinen der Violeninstrumente gehört, und das Cello aber schon, und die Violeninstrumente, die haben alle 90 Grad Winkel zum Griffbrett und zum Hals, die Schultern beginnen im 90 Grad Winkel und die beim Kontrabass sind gleich so abfallend. Okay. Kontrabass. Und wozu gehört das Kontrabass dann? Puh, keine Ahnung. Zu den Schmalschulterinstrumenten. Achso. Zu den Giraffen. Ja, genau. Das nicht sogar eher so beim Gamben verwandt ist, wobei das Cello definitiv auch eine Verwandtschaft zu den Gamben, das weiß ich jetzt nicht. Ne? Da kann ich nur mit White Noise antworten. Oh ja. Bin ich heute drüber gestolpert. Ist ein Protestsong eines Künstlers, den ich bisher auch nicht kannte, namens Bonaparte. Setzt sich auseinander mit der aktuellen politischen Situation. Finde ich sehr nett. Sehr nettes Stück. Weit Neues mit Z geschrieben. Das findest du auf YouTube oder wie? Habe ich gefunden auf Facebook. Wurde mir auf Facebook zugetragen. Und ist auch auf Facebook. Auf YouTube. Mir auch. Ja. Ich habe es auch auf Facebook schon gesehen. Ist der Name Programm? Nein, ist nicht Programm. Okay. Thematisiert die Ausdrucksweise der Politik.
Also im Prinzip möchte er damit nur hervorheben, dass die Politiker eigentlich nur Rauschen produzieren. Das ist die harte Ausdruck. Die weißen Politiker nämlich. Aber weißes Rauschen ist ja voll okay. Ja, wirklich, es sind nur. Ja, es gibt ja nur noch pinkes Rauschen. Schwarzes Rauschen gibt es ja nicht. Please elaborate. Das war ein wirklich schöner Podcast. Ich wollte mich wieder eine Farbenfrage stellen. Eine Farbenfrage. Man kann nur die Farbe auch ändern vom Gott. Ich darf nichts mehr sagen, gehört mir den Hals. Es gibt tatsächlich auch noch andersfärbiges Rauschen. Also es gibt weißes und rosa Rauschen und dann gibt es noch, glaube ich, zwei andere Arten von Rauschen. Was wohl immer mit dem Frequenz oder mit der Linearität des Frequenzverlaufs über die Frequenz zu tun hat. Also ja, mit der Geradlinigkeit des Frequenzverlaufs zu tun hat. Aber genauer weiß ich es auch nicht. Also ich habe nur die Assoziation, und zwar wenn man sich den Frequenz anschaut und das Ganze in Farbspektren anschaut, dann entspricht es dieser Farbe. Und beim weißen Rauschen sind alle gleichmäßig verteilt und das ist fürs Sehen die Farbe weiß. Mhm. Wenn man es genau nimmt mit einem leichten Grünstich, weil wir Grün besser sehen können. Und bei rosa Rauschen ist es halt die Farbe rosa. Wenn man halt das hörbare rosa Rauschen nimmt, und das in Farben umwandelt, dann hat man wirklich die Farbe rosa. Und so kann es rein, ja, wahrscheinlich gibt es dann auch ein grünes Rauschen und ein, ja, was könnte es noch geben? Schwarzes Rauschen ist dann still. Gelbes Rauschen könnte es noch geben. Ja. Gefahren des Rauschens. Sehen hören. Hörendes Sehen. Ja, wie nennt man die Menschen, die Farben hören, wenn sie, oder die Farben Klaustrophobiker. Nein. Jetzt das muss der Stefan wissen, unser Etymologe. Das mit S. Synästhetiker. Synästhetiker, ganz genau. Ja. Mhm. Ja. Synästhesie. Angeblich, Entschuldigung, ganz kurz, angeblich ist Licht ja auch nicht etwas viel anderes als Ton in einem anderen Frequenzbereich. Nö. Einspruch als Physik. Einspruch? Ja, okay. Das ist schon was anderes. Fight! Gerne. Da kann ich nicht viel kämpfen. Aber wenn du das Radio nimmst und Licht, dann hast du recht. Das ja. Ich habe auf der Republika mal einen Vortrag gehört von jemandem, der farbenblind war und der sich so ein Device gebaut hat, mit dem er Farben für ihn hörbar macht. Die Geste war jetzt irgendwie so ein Einhorn, ja, der gezeigt, ja, Device. Es war aber wirklich, er hat sich das wirklich irgendwie an den Kopf geschnallt oder gepackert, ich weiß nicht, und das war so ein Stängel, der vor der Stirn gehangen ist. Dieses Device. Aber ja, es war halt insofern ganz putzig, es war jetzt, glaube ich, so ein Künstlerbärchen und da hat er irgendwie auch erzählt, wie er irgendwie seinen Kühlschrank dann umgestrichen hat, weil ihm der Farbton nicht gefallen hat, weil der Ton eben irgendwie nicht angenehm war. Im Podcast erzählt, ja, genau, richtig. Und die Freundin hat dann Kleider angezogen, die eine Melodie abspielen, wenn man von oben nach unten schaut. Fand ich ganz gut. Cool. Jetzt machen wir aber langsam Schluss, Leute. Eher schnell. Ja, schnell. Passengers, wollt ihr noch? Oder verschieben wir mit 5.36? Wenn es den Spoilers dann. 5.36? Der Rails-Applikationsserver? Version 5.36? Nein, Kinofilm. Was? Diesmal ist ein Film und kein. Und ja, Passenger das benutze ich nicht. Ich benutze Puma. Nächster Mal? Ja, wie ihr wollt. Nein, wenn er das nicht möchte, dann. Ja, ich kann auch rausgehen, wenn du es erzählen magst. Erst. Darf ich auch? Liebesfilm im Weltraum. Okay, das ist. Ach, jetzt hast du mich gespoilert. Sehr gut. Aber das heißt prinzipiell Science-Fiction-Genre. Sehr Science-Fiction. Nicht overbooked, kann man sich anschauen. Spielt Chris Pratt mit und Jennifer Lawrence. Okay. Jennifer Lawrence kennt man von Hunger Games. Machine. Und Chris Pratt kennt man unter anderem von Guardians of the Galaxies und auch von Park and Recreation, eine sehr nette Serie. Großartige Serie. Ja. Und die zwei sind tragen den Hauptteil des Stücks. Es ist praktisch ein Zwei-Personen-Stück, aber dann denkt man sich natürlich als Mann, oh Gott, das ist ein Beziehungsfilm, der nur zufällig im Weltraum spielt und wird eher Fahrt. Aber man kann sich trotzdem als Science-Fiction-Nerd anschauen, weil es gibt einen dritten Hauptdarsteller und das ist das Raumschiff. Und das ist sehr
nerdig. Aber sehr cooles Raumschiff. Genau, das klingt nach Kammerstück, also, oder? Also, weil ja, ein bisschen schon, aber da das Raumschiff so einen großen, eine Hauptrolle spielt, ist es so ein Auswanderungsschiff, wo alle im Tiefschlaf liegen und der eine wacht halt auf und ist dann ganz allein und kriegt raus, dass er 90 Jahre jetzt überleben muss oder eigentlich, dass sein Leben eigentlich auf dieser Schiffsreise verbringt und weil er eben zu früh aufgewacht ist und sich nicht mehr einschlafen kann. Und dann gibt es halt, das kann man auch noch sagen, dass er aus Gaudi sozusagen, damit das überhaupt aushält, weckt er dann bösartig eine schöne Frau auf, aus dem Tiefschlaf und die ist dann dementsprechend angefressen. Das die besten Voraussetzungen für einen. Aber das ist halt sozusagen nur das Beziehungsgeplänkel, aber worum es wirklich geht, ist, dass das wirklich ein sehr, sehr cooles Raumschiff ist, das ich sofort haben möchte als so 1:10 Modell, weil das hat sich so schön gedreht und das hat vorne einen Meteoritenschutzschild und drinnen einen Fusionsreaktor. Also es geht ums Raumschiff. Es geht ums Raumschiff, ja. Der Film wird nur voll falsch von diesen Feuilleton-Journalisten, die haben das nicht checkt, warum es geht. Das ist ein wirklich guter Raumschiff-Film mit relativ wenig humaner Besatzung. Und dann landen sie auf einem Planeten, der von Affen bevölkert ist. Ah, ja. Nein, also das Witzige ist, es sieht man... Schalten heißt ein Computer. Nein, es geht von vorne los. You fools! You dead! Und man sieht ein sehr schönes User-Interface von dem Raumschiff, also das repariert sich auch selber und so, sind immer so schön rote Warnmeldungen, die dann langsam wieder grün werden. Das ist aber cool. Also wenn du sagst, das Technikdesign... Ich habe mich schon gefürchtet vor dem Film beim Reingehen, haben wir gedacht, oh, das wird jetzt eine Schnulze, die zufällig im Weltraum ist, aber nein, es war ein Weltraumfilm über ein sehr cooles Raumschiff mit menschlicher Besatzung. Möchte kurz was anmerken dazu, also kurzer Exkurs. Ich habe ein Interview gehört mit Stefan Rosowitzki auf Ö1 und er hat gesagt, wir wissen, als wäre das wissenschaftlich bewiesen, dass Freundinnen diejenigen sind, die den Film aussuchen. Insofern sollte man Filme, die massenkompatibel sein sollen, sowohl konzipieren, dass die Freundin die Entscheidung trifft, Beziehungsgeschichte, aber genug Schauwerte, in seinem Fall ging es um die Hölle und Action, für den Mann bieten. Das war so seine Aussage des Ganzen. Das gilt für die Hölle, die nächste Woche kommt, und für Passengers genauso. Aha. So, Passenger kann ich als Nerd empfehlen. Ich zweifle diese Empirie stark an. Ja. Ich brauche noch einen Filmtipp. Haben wahrscheinlich eh schon alle gesehen, aber ich habe eine Bildungslücke geschlossen. Gestern war Idiocracy im Fernsehen. Das habe ich endlich gesehen. Die besten ersten 10 Minuten. Ja. Die habe ich, glaube ich, versäumt. Was? Das schaut auf YouTube gleich an. Das ist so tragisch, ja. Den Stammbaum. Aber was wirklich tragisch ist, bei der Pressekonferenz vom amerikanischen Präsidenten, das hat genau geklungen wie die vom Trump. Also das Ganze ist langsam dann nicht mehr lustig. Achso, es ist schon Themenwechsel. Gut, okay, dann kann ich hier die Kopfhörer wieder abziehen. Ja, stimmt. Aber absolut, also genialer Film. Mhm. Noch ein Nachtrag zum, weil du sagst, wenn das Technik sexy wirken kann, um zu filmen. Das war schon zur Punschfolge, wollte ich eigentlich erzählen, dass ich Brust unter der Keule mir wieder mal angeschaut habe. Dieser Louis de Funès-Film, wo der Feinschmecker ist, wo er gegen diesen bösen Lebensmittelkonzern antritt. Trikartell. Ja. Ich habe mir den wieder angeschaut. Gar nicht mal so, ich habe auch deutsch synchronisiert, wie ich es damals gesehen habe, gar nicht mal so gagvoll gepackt und lustig, wie ich in Erinnerung hatte. Schon abgebaut. Aber es gibt diesen einen Teil, wo der Louis de Funès zusammen mit seinem Sohn in diese Lebensmittelfabrik von Trikartell reinkommt. Und ich kann mich erinnern, das war, glaube ich, auch der Reiz, oder ein Gutteil des Reizes vom damaligen Schauen, weil diese Fabrik einfach so abgefahren wird, wo so irgendwie das Fleisch in so Plastikbehältnisse in Form gepresst wird und mit Spraydosen angesprüht, oder wenn der Sohn ins Kuchenlaufband gerät, dann kommt halt ein sehr komikhaft, sehr einfach, natürlich so ein riesiger Kuchen raus, in so Sargform und so. Und ich glaube, dieser Teil ist noch immer großartig. Technikdesign ist manchmal bei Filmen so wichtig und manchmal wie bei Soundtrack vergisst man oft diesen Teil, aber für mich ist das mal oft so, kann für mich auch ein Film ausreißen. Also deswegen, ich werde mir diese Empfehlung auch anschauen. Gut. Musik, die man nicht vergisst, La La Land. Letzten Bierdorfer-Podcast-Folge von dir. Ja, eigentlich schon vor ein paar Monaten. Es schön war's. Die Gitarrengeste. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss und bis dann. Tschüss. Baba. Ciao. Alle wieder.